Ja, können wir gerne über alles reden. Fangen wir mal mit einer wichtigen Frage an. Ich diskutiere nicht über Wokismus, weil ich nicht weiß, was es bedeutet. Aber da werden wir wohl nicht drum herum kommen. Ich verwende das Wort nicht, deswegen kann ich dir keine Definition geben. Das ist für mich alles und nix. Was verstehst du darunter, damit wir mal die Baseline haben? Das ist dieses identitäre, tribalistische Politikverständnis der linksliberalen Identitätspolitik. Okay, das sind jetzt viele Wörter. Die müsstest du mir jetzt nochmal erklären. Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Also es ist. Was ist denn identitär? Also wenn ich jetzt sage, ich finde, LGBT-Menschen sollten die gleichen Rechte haben wie halt Cis-Menschen oder was auch immer. Ist das identitär? Na, das ist erstmal egalitaristisch. Also Ja, deine genau. Ist Position haben ja ja, das, fast aber alle ja, Menschen. genau. Das heißt, das wäre nicht woke oder das wäre nicht Teil des Wokismus. Nee, nee. Okay. Beziehungsweise Wokisten können diese Forderung auch erheben, aber sie ist nichts unisono Wokes. Also das können auch andere Leute fordern, die überhaupt nichts mit Wokismus zu tun haben. Okay, alles klar. Okay. Wir sind nirgendwo hingekommen. Ich kann mir nur. Die Sache, wenn du so anfängst, also was hast du gesagt? Das ist dieses tribalistische. Nochmal, sorry, du hast viele Es Worthülsen ist ein verwendet. identitäres Politikverständnis. Ein identitäres Politikverständnis. Das heißt, du bist Identitätspolitik in dem Sinne, dass Politik davon informiert wird, welcher Gruppe man angehört. Jetzt ist natürlich der Begriff Identitätspolitik genauso schwammig. Es gibt einen historischen Hintergrund zu dem Begriff. Identitätspolitik ist Politik, die sich an den Lebensrealitäten von marginalisierten Gruppen orientiert. Teil von Identitätspolitik ist zum Beispiel jetzt, wenn Schwarze sagen in den USA, ja, wir sind unterdrückt, wir sehen, dass nicht nur ich als einzelner Schwarzer unterdrückt bin, sondern wir alle als schwarze Bevölkerung sind unterdrückt. Deswegen wenden wir uns als kollektive Identität dagegen auf. Das ist genauso Identitätspolitik. Deswegen, was ist jetzt gut? Und ich nehme an, dass du findest das gut, dass sich Schwarze aufgewandt haben. Was ist jetzt gute Identitätspolitik und was ist schlechte Identitätspolitik? Ja, was heißt gut oder schlecht? Das sind keine Begriffe, die ich analytisch verwenden würde. Wieso nicht? Du findest ja manche Ja, Dinge das ist gut ja und manche meine. Dinge schlecht. Ja, aber das ist ja Aber du meine kannst sie moralische begründen. Bewertung. Die Aber kommt du am kannst sie Ende. begründen. Ich meine, es ist jetzt nicht objektiv richtig, nur weil du es begründest, aber das ist es ja. Ich möchte eben verstehen, wie du Sachen begründest. Das ist ja das, worum es geht in dieser Diskussion. Ich möchte verstehen, wieso du findest, dass das wie die Woken, wie du sie nennst, dass wie die Identitätspolitik betreiben, ist scheiße, aber dass wie zum Beispiel MLK Identitätspolitik gemacht hat, das war gut. Warum? Also, worin unterscheiden sich die Art und Weisen, wie diese zwei Bewegungen Politik betreiben? Weil eine findest du ja gut und die andere nicht. Die äußeren Umstände unterscheiden sich ganz einfach. Also damals durften Schwarze ja beispielsweise nicht wählen. Dem ist heute ja definitiv nicht mehr so. Das heißt, ökonomische Realitäten sind nicht irgendwie Mechanismen, wie Gruppen unterdrückt werden können? Doch, aber die ökonomischen Realitäten, die sollte man eben nicht tribalistisch aufladen. Also dass du es kannst ja empirisch nachweisen, dass Schwarze in den USA durchschnittlich ärmer sind als Weiße. Oder dass Schwarze häufiger Verbrechen begehen und auch selber häufiger Opfer von Verbrechen werden. Also dass sie sozioökonomisch schlechter gestellt sind als Weiße. Das kannst du ja durchaus nachweisen. Aber das solltest du nicht identitätspolitisch aufladen, Wie da es meinst du eben genauso Weiße gibt, identitätspolitisch denen es schlecht geht. aufladen? Also du solltest jetzt nicht sagen, weil sie schwarz sind, passiert ihnen das so. Das Doch. weißt du nämlich überhaupt nicht, ob Doch, da Rassismus die klar. Ursache ist. Klar, sicher. Ne, es können ja einfach Se normal im ne, Kapitel. was ist denn, wie denn nicht? Also wenn wir die Trennung so klar sehen, also wir müssen reden. Du sagst, Schwarze sind benachteiligt wirtschaftlich. Das stimmt, aber das ist ein bisschen ein Understatement. Ich habe eine Statistik gelesen, erst 2015 noch, hat die median schwarze Familie ein 39. des Household Wealth, also Net Worth gehabt, wie die median weiße Familie. Das kann, und wenn das so anhand zwischen Schwarz-Weiß, wenn das einfach nur so diese Dimension ist, dann kann man ja sagen, zumindest ein Teil, ich würde sagen, ein ziemlich großer Teil, vor allem historisch bedingt, hängt da mit der Identität zusammen. Das hängt auch mit anderen Identitäten zusammen und auch mit anderen also wirtschaftlichen Faktoren, die unabhängig von jetzt der Hautfarbe sind. Aber das zu benennen und das als klare Fortschreibung von historischen Ungerechtigkeiten, die rassistisch begründet sind,
zu benennen, da sehe ich kein Problem. Ja, historisch ist da der Rassismus auf jeden Fall von großer Bedeutung. Ich meine, es gab ja in den Südstaaten der USA ein Apartheid-System, wo Schwarze bestimmte Stadtteile nicht betreten durften, in der U-Bahn an anderen Plätzen sitzen mussten, als Weiße in vielen Unternehmen nicht angestellt wurden. Also das gab es ja bis in die 60er Jahre, aber mittlerweile ist das abgeschafft. Das heißt, zu sagen, das gab es historisch, ist kein Beleg dafür, dass heute noch Rassismus die zentrale Rolle spielt. Es gibt da zum Beispiel Studien dazu, also zum Beispiel jetzt zum Justizsystem, muss ich dir sicherlich nicht nennen. Ich meine, vielleicht hast du sie nicht gelesen, aber du hast ja sicher schon gehört von den Studien. Ich möchte nur verweisen auf die Studie zur Polizeibehörde in Ferguson, Missouri. Im Chat kennen die vielleicht einige oder von den Zuschauern. So klar, wie es dort nachgezeichnet ist, so klarer kann man Rassismus im Justizsystem gar nicht nachzeichnen. Und die Vorstellung, dass das ein Einzelfall ist, ist absolut absurd. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass in diesem Bereich ungefähr das ein Mechanismus ist, der landesweit stattfindet, könnte man auch davon ausgehen, dass diese, ja, gerade jetzt, wenn Leute eingesperrt werden oder so, und dann fehlen wichtige Community-Mitglieder in diesen schwarzen Bezirken, dass das dann weiterführende Effekte darauf hat, dass die Menschen, die dann dort leben, die einfach historisch bedingt immer noch dieselbe Hautfarbe haben, nämlich schwarz wie damals, wo sie benachteiligt worden sind, dass das Effekte hat und dass das mit deren Identität zusammenhängt. Wie kann man das leugnen? Ja, also, aber Korrelation impliziert ja keine Kausalität. Also natürlich nur nicht. Weil Schwarze, aber das, nur ist weil ja Schwarze auch, das ist ja auch kausal. Da gibt es ja, also das ist ja nicht so, wie soll ich sagen, die Idee, dass White Privilege existiert, und das ist ja die Idee von historischem Rassismus, der auch bis heute nachwirkt und dass auch noch heute die Systeme nicht egalitär funktionieren, das ist ja jetzt nicht so eine steile These. Das ist White soziologischer Privilege. Konsens. White Privilege? Definier mal, was das ist. Ja, dass man, wenn man weiß geboren ist, dass man im Durchschnitt deutlich besser abschneidet als Menschen, die nicht weiß sind, und dass das in einem statistisch signifikanten kausalen Zusammenhang mit der Hautfarbe steht und andere Faktoren hinausgerechnet. Also der durchschnittliche weiße, arme Mann oder Frau, sagen wir mal Mann, hat eine bessere Chance im Leben besser abzuschneiden, sozusagen. Kann man unterschiedlich messen, als der durchschnittlich schwarze arme Mann, wie auch immer man das kategorisiert. Das ist Konsens. Das, also zumindest in den USA. In Österreich und Deutschland ist es ein bisschen anders, weil wir haben nicht diese Geschichte mit Schwarz-Weiß und so. Aber da ist es mit anderen migrantischen Gruppen ähnlich, dass die genau dieselben, also dass die ähnliche Unterdrückungserfahrungen haben. Ja, in den USA, da hast du ja auch das Latinos, und das sind ja auch Weiße, dass die auch ökonomisch deutlich schlechter dastehen. Nicht als alle Latinos sind weiß. Das ist erstens einmal, das ist das große Problem mit diesen groben Konstruktionen. Nicht alle Latinos sind weiß. Also, ich meine, ich tue mir so schwer, okay. Ich glaube, wir verlieren uns jetzt gerade in Details. Es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Ich finde, wir sollten eher auf die Metaebene zurückgehen. Oder auf meine ursprüngliche Frage, warum ist die Identitätspolitik, wie sie heute praktiziert wird, anders und schlechter als die Identitätspolitik, wie sie früher, also Abolitionisten oder so, betrieben haben? Ja, weil damals noch eine rechtliche Ungleichheit herrschte. Das heißt, für dich ist das einzig Relevante eine rechtliche Ungleichheit? Ja, weil diese ökonomische Ungleichheit, die könnte man ja durch eine bessere Wirtschaftspolitik relativ leicht beheben. Wenn beispielsweise Vollbeschäftigung herrscht, dann profitieren davon eben jene Gruppen, wo die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist. Ja, klar. Deswegen haben unter aber Trump das ist nicht das Einzige, von der was man machen gut laufenden kann. Konjunktur Latinos und Schwarze besonders stark profitiert unter Donald Trump. Also das sollte man vielleicht auch mal sagen. Je niedriger die Arbeitslosigkeit ist, desto besser profitieren davon eben jene Gruppen, die du gerade als marginalisierte Gruppen bezeichnet hast. Nein, zweifelsohne, und da würde ich dir auch nicht abstreiten, und wirtschaftspolitisch sind wir uns eh in vielen Dingen einig, aber die Vorstellung, dass das jetzt zumindest diskursiv aufgearbeitet wird als eine antirassistische Bewegung, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Wirtschaftspolitik machen und einfach sagen, ja, wir sehen, dass Menschen, die besonders arm sind, mit höherer Wahrscheinlichkeit Minderheiten sind, ja, dann helfen wir diesen Menschen halt wirtschaftspolitisch, was dann allen Menschen hilft, die arm sind. Aber wir diskutieren das dann als eine Behebung von historischen Ungerechtigkeiten. Was wäre jetzt daran falsch? Oder wenn wir jetzt sagen,
dass sich jetzt schwarze Leute sozusagen hinter dem Banner versammeln. Wir kämpfen hier für die Black Liberation, indem wir uns für so eine Politik einsetzen, die uns dann helfen würde. Ja, dieses tribalistische Aufladen, dieser tribalistische Zugang ist falsch. Also das, was ich gerade gesagt habe, man sollte für Vollbeschäftigung sorgen, das ist ja ein universalistisches Herangehen. Wenn du jetzt sagst, wir müssen die Beschäftigung von Schwarzen steigern, also jetzt, keine Ahnung, Quoten für Schwarze einführen, dass die besonders, also da gibt ja solche Forderungen, oder Migrantenquoten einführen, oder kannst es auch die Geschlechter beziehen, Frauenquoten einführen, damit die besonders häufig in bestimmten Positionen dass sie eher genommen werden als andere Ethnien, als andere Geschlechter. Wie gesagt, such dir ein Beispiel aus. Also dieses Quotendenken, das ist ja bei Woken sehr verbreitet. Das ist dann wieder dieser tribalistische Ansatz. Und der bringt halt erstmal für die Gleichberechtigung, beziehungsweise für die Gleichstellung, also ist ja keine Gleichberechtigung, ist ja Gleichstellung, viel weniger als so ein universalistischer Ansatz. Und der schafft immer neue Konflikte. Denn du kannst ja beliebig viele Identitäten konstruieren und dann sagen, die sind nicht gleichgestellt. Also bei Schwarzen und Weißen, okay, ab wann bist du schwarz? Aber also welchen Tarn musst du haben, um schwarz zu sein? Ja, das ist halt das Dumme mit so sozialen Identitäten. Das ist halt, das kannst du nicht fest sagen, leider. Vieles, also bei diesem Service wird sehr viel mit Selbstidentifikation gearbeitet, wo man sich kulturell zugehörig fühlt. Aber ja, ich meine, da kommen wir jetzt ein bisschen in die Details. Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, wieso sind jetzt diese Kulturkämpfe, damals wurde ja genauso argumentiert. Da wurde halt dann was anderes gefordert. Aber also du findest es nur in Ordnung, identitätspolitisch zu agieren, wenn es wirklich rechtliche Unterschiede gibt zwischen den beiden. Also zwischen den beiden Gruppen oder zwischen Gruppen allgemein. Nicht wenn es andere Ungleichheiten gibt, Ungerechtigkeiten. Also zum Beispiel jetzt als Extrembeispiel. Wenn wir jetzt eine Epidemie hätten von Leuten, die gerne Handyspiele spielen und die überfallen jetzt alle, die auf PS4 oder Xbox zocken. Wäre das jetzt dann falsch, wenn wir diese Ungerechtigkeit, auch wenn es keine legale ist, identitätspolitisch aufladen und wir Konsolenspieler müssen uns zur Wehr setzen gegen die Handyspieler? Das ist jetzt bewusst blöd gewählt, um jetzt da nicht noch in andere Dinge abzustreifen. Wie gesagt, das ist ein reelles Beispiel. Also okay, ich kann es reeller machen. Wenn wir jetzt wirklich eine Nimm doch die Ungeimpften während Corona. Das ist ja ein gutes Beispiel von einer tatsächlichen rechtlichen Ungleichheit. Ich meine, okay, da gibt es jetzt auch eben große Unterschiede in Deutschland, weil sich sehr föderales System, auch Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Es gab eine Zeit, wo in Österreich, wo du nicht fort essen gehen durftest in ein Restaurant, wenn du nicht geimpft warst. Das war in ganz Österreich so, deswegen darauf würde ich mich fokussieren. Du fändest das jetzt sozusagen schlecht, wenn es jetzt die Ungeimpften unter dem Banner des Ungeimpftenseins, Ungeimpftseins, okay, weil es eine rechtliche Ungleichheit ist. Ja. Und wenn es jetzt aber so wäre, dass die Ungeimpften pro Jahr 20% weniger Lohn bekommen als gleichgestellte Menschen, die geimpft sind. Das ist aber nicht rechtlich festgeschrieben, das ist einfach ein wirtschaftliches Ergebnis. Da dürften sie sich nicht vereinen unter der Fahne, wir Ungeimpften, wir werden hier benachteiligt. Das ist jetzt schon wieder ein sehr irreelles Beispiel. Also, das ist nicht ein irreelles Beispiel, das ist was Hypothetisches, um genau auf deine Unterscheidung zu sprechen zu kommen. Und das ist jetzt das möchte ich jetzt noch sagen und dann kannst du darauf eingehen. Deswegen, allein wegen dieses Beispiels, macht die Unterscheidung zwischen, das ist eine rechtliche Unterscheidung, Unterdrückung und alle anderen Formen der Unterdrückung, wie eben wirtschaftlich oder so, die sind nicht so wichtig, dass man sich dahinter tribalistisch oder wie du es nennst, ich würde es einfach identitätspolitisch vereinen kann. Wie gesagt, wenn du einfach nur Gleichberechtigung forderst, wie jetzt bei den Ungeimpften, dann ist das ein universalistischer Ansatz. Du willst, dass alle die gleichen Rechte haben. Wenn du ökonomische Vorteile für deine spezielle identitär definierte Gruppe haben willst, dann ist das ein tribalistischer Ansatz. Nein. Sowas, wenn ich jetzt benachteiligt bin und indem, dass ich mir ökonomische Vorteile erstreite, schaffe ich Egalitarismus? Im Idealfall. Ja, aber der das Durchschnitt ist ja dann deiner trotzdem Gruppe ist ökonomisch benachteiligt. Ja, also klar. Wenn du jetzt deiner Gruppe innerhalb der Eliten steigerst, dann sorgt das ja nicht dafür, dass die Armen aus deiner Gruppe irgendwie besser gestellt werden, sondern da werden die aus deiner Gruppe, die ohnehin schon besser gestellt sind, dann werden die noch besser gestellt und für die, denen es schlecht geht aus deiner Gruppe, ändert sich nicht viel. Das ist das, wozu diese Identitätspolitik in der Realität in vielen Fällen führen wird.
Bleiben wir bitte bei einem Beispiel. Also nein, jetzt gehen wir noch nicht in die Realität. Bleiben wir mal in dem Abstrakten, weil wir wollen jetzt einmal unterscheiden, was ist gute Identitätspolitik und was ist schlechte Identitätspolitik. Also du findest es jetzt nicht gut. Also wie soll ich sagen? Es ist nicht in Ordnung zu sagen, wir Schwarze werden unterdrückt, wenn es sich nicht mehr um eine rechtliche Unterdrückung hält, sondern einfach um eine aus der Praxis gegebene rassistische Behandlung von der Polizei. Ja, woher weißt du, dass Rassismus ist? Weil es dazu Studien gibt. Was soll ich sagen? Da werden alle Faktoren, die man sich nur vorstellen kann, isoliert. Da wird isoliert, ob man schon mal im Gefängnis war, ob man vorbestraft ist, ob man irgendwie, weiß ich nicht, da wird Schulbildung, alles das wird rausfaktorisiert, dass all diese Variablen, für die ist accounted for. Das Einzige, was übrig bleibt als relevante Unterscheidungsmerkmal zwischen dann diesen Gruppen, die so verglichen werden, ist die Hautfarbe. Und das ist, also Ferguson ist da die berühmteste Studie. Wofür jetzt? Also ich kenne die ganzen Studien nicht, die du mir gerade nennst. Die Sache ist halt, bei der, über die ich jetzt speziell rede, da geht es jetzt um Institutional Racism in the Criminal Justice System, also in der jetzt im Justizsystem, wie gesagt, werden Schwarze systematisch misshandelt, würde ich es jetzt so nennen, aber jetzt nicht irgendwie sexuell oder so, sondern einfach werden schlechter behandelt als Weiße. Das ist halt in Ferguson, gab es da den, es gab so viele Namen, ich verwechsel immer den Namen, gab es halt so einen bekannten Fall von Polizeigewalt, das wurde dann aufgearbeitet vom FBI. Und da wurde dann diese systematische Diskriminierung aufgezeigt. Und das wurde dann in vielen anderen Städten wiederholt. Und ja, das ist halt ein Pattern, das sich durchzieht. Das ist aber nicht es steht jetzt nicht im Gesetzestext. Fick Schwarze. Natürlich steht das da nicht drinnen. Trotzdem, wo ist das in der Praxis so? Und wie gesagt, wenn du jetzt sagst, das weißt du nicht. Was ist in der Praxis so? Also das Schwarze. Soll ich dir die Studie vorlesen? Ich kann dir das Abstract vorlesen. Nee, das konkrete Ergebnis, also dass Schwarze, die sich in einer Situation befinden, wo es wahrscheinlich ist, dass du Polizeigewalt erfährst, also wenn du beispielsweise... Nein, nicht Polizeigewalt, einfach, dass du vom Justizsystem mit stärkeren Strafen belegt wirst, dass du öfter random durchsucht wirst und so. Ich kann dir da jetzt mal die Bullet Points vorlesen. Für die gleichen Verbrechen, oder? Ja, natürlich. Glaubst du, die Leute vom FBI, die diese Studie gemacht haben, denken sich, ja, wir vergleichen da jetzt mal, weiß ich nicht, jemand, der rot über die Straße gegangen ist und mit jemandem, der zwei Kinder ermordet hat oder so? Natürlich für die gleichen Verbrechen. All diese Faktoren sind isoliert. Das Einzige, was da wirklich noch überbleibt, als entscheidender Faktor für die unterschiedliche Behandlung von diesen Menschen, ist die Hautfarbe. Also wurden auch ökonomische Faktoren rausgerechnet? Klar. Soll ich, im Moment, so. Wie gesagt, ich kenne die Studie nicht. Ja, ist du gut. Kannst mir jetzt ist gut, aber alles noch erzählen mal. Oder nicht erzählen, ich weiß es nicht. Ich kenne die Studie so, nicht. Chat. So. Kannst du dir mal das Abstract durchlesen? Ich lese mir das Abstract auch nochmal durch, nur dass ich es nochmal habe. Also, ja, kannst du es gerne mit dem. Es ist nicht das FBI gewesen, sondern das Department of Justice, Entschuldigung, das Justizministerium. Boah, das sind 6 Seiten Report Summary. Du musst es jetzt nicht alles durchlesen. Also ich verstehe das voll, dass du das jetzt nicht durchliest, aber ich lege es dir wärmstens ans Herz zu glauben, dass das Justizsystem in Amerika systematisch rassistisch gegenüber Minderheiten ist und vor allem jetzt halt in diesem Fall gegenüber Schwarzen. Und jetzt, das ist aber nochmal, das ist nicht im Gesetz festgeschrieben, wäre es jetzt schlecht, wenn sich Schwarze da als Gruppe, sozusagen wir verstehen uns als Gruppe und wir wenden uns dagegen, wäre das jetzt falsch? Du behauptest gerade, ökonomische Faktoren sind da rausgerechnet worden. Ja, ich meine, dass sie rausgerechnet worden sind. Vielleicht sind sie nicht rausgerechnet worden, oder also zumindest nicht alle. Da wäre ich bin jetzt davon ausgegangen. Schwarze wohnen eben häufiger in armen Wohngegenden, wo du eben häufiger durchsucht wirst, weil da auch mehr Verbrechen geschehen, beispielsweise. Genau, und das ist Teil der rassistischen Policing Strategy. Das wird von Soziologen kritisiert. Schon mal davon gehört, dass die Polizei das Verbrechen bringt? Das ist genau das. Zum Beispiel jetzt viele von den Verbrechen sind jetzt keine Detektivgeschichten, wo ein Mord passiert und dann kommt die ganze Kommission und kommt die Mordkommission und deckt das auf. Viele sind, ja, der konsumiert halt Drogen oder der dealt Drogen, weiß ich nicht, der macht jetzt Shoplifting oder sowas. Und das sind halt alles Dinge, wo du Augen brauchst. Für Marihuana brauchst du auch eine Nase. Und je nachdem, wie viele Polizeimenschen jetzt in einem Gebiet sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dort mehr Leute findest, die das tun. So, jetzt hast du eine Gegend, die historisch bedingt verarmt ist, wo mehr Gangkriminalität ist und sagst, ich schicke dort mehr Polizei rein.
in der Hoffnung, dass du dort die Kriminalität senkst. Das Gegenteil ist der Fall. Es werden noch mehr Menschen eingesperrt, weil jetzt nochmal mehr Augen dort sind, die dann die ganzen Verbrechen sehen. Das heißt, das ist dann ein Teufelskreis, der sich gegenseitig verstärkt. Das wird von Soziologen seit 30 Jahren oder so kritisiert. Hat an der Politik in den Vereinigten Staaten nichts geändert. Aber das ist zum Beispiel eine von den vielen Wegen, wie sich historische Ungerechtigkeiten in die heutige Zeit weiterschreiben und noch fortgesetzt werden. So. Ja, deswegen ist ja die Frage, ob das normale Weitervererbung von Ungleichheiten im Kapitalismus ist oder ob wir heute noch einen Rassismus als reales Problem haben. Und diese Studie sagt eben, wir haben Rassismus als reales Problem, weil das ist bekannt. Wie soll ich sagen? Also dieser Teufelskreis von mehr Polizei, mehr Kriminalität, nochmal mehr Polizei und so weiter und so fort, der ist bekannt. Der wird auch immer wieder aufgebracht, jetzt so in Verhandlungen zu Gesetzen. Oder jetzt das viel, was Polizeimäßiges angeht, wird in den Städten verhandelt. Trotzdem, das wird dort aufgebracht, aber es ist wurscht, weil die Menschen, die Gesetze machen, kein Problem damit haben, in vielen Fällen schwarze Menschen zu bestrafen. Das ist in New York kein Problem, das ist aber vor allem im Süden natürlich ein Problem. Wie gesagt, ich müsste mir die Zahlen nochmal ansehen, also sonst kann ich hier auf keiner vernünftigen Faktenbasis argumentieren, aber Schwarze werden eben nicht nur häufiger Opfer von beispielsweise Polizeigewalt, sondern sie sind auch häufiger Täter bei Verbrechen und kommen somit auch häufiger in Situationen, wo du eben Opfer von Polizeigewalt werden kannst. Also, ja, sowieso, aber rechtfertigst du jetzt Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen? Alles. Wie soll ich was rausrechnen? Entschuldigung. Du musst gucken, welche Personen kommen in vergleichbare Situationen. Also wie glaubst du, das wurde nicht rausgerechnet? Ich studiere Politikwissenschaft. Ich habe viele Vorlesungen zum Thema Soziologie gehabt und auch zu bisschen zu Kriminologie. Also das ist so ein bisschen etwas, was ich gelesen habe. Du studierst VWL, dass du das nicht verstanden, dass du das nicht Teil deines Studiums hast, ist vollkommen okay. Deswegen vertrau mir, die berechnen das. Wenn du Probleme mit der Validität dieser Studie hast, kannst du einen Brief ans Justizministerium der Staaten schreiben. Wie gesagt, ich kenne die Studie nicht, ich kann da nichts zu sagen, wenn ich sie mir noch nicht angesehen habe. Das heißt, vielleicht als Vertrauensvorschub, glaub mir, das Justizsystem in den Vereinigten Staaten, was sich vor allem in den Polizei-Municipalities von den einzelnen Städten äußert, wo selten Transparenz hergestellt wird, wo wenig Diskurs darüber geführt wird, das ist sehr zum Nachteil von Minderheiten und gerade von Schwarzen. Vertrau mir, bitte. Du kannst es dir gerne durchlesen dann und wenn du findest, dass das scheiße ist, was ich da jetzt geschrieben habe, dann können wir über diese Studie diskutieren, was du willst, aber vertrau mir, das ist Konsens in den nicht in den Sozialwissenschaften, aber jetzt gerade in der Kriminologie, in der Soziologie. So. Und wenn sie jetzt, um auf den Punkt zurückzukommen, wenn sie jetzt die Schwarzen als Gemeinschaft verstehen und sich gemeinsam dagegen wenden und das mit ihrer Identität aufladen, mit all den historischen Ungerechtigkeiten, ist das ein Fall von schlechter Identitätspolitik? Tun die Schwarzen das denn, sich als Gemeinschaft zu verstehen? Black Lives Matter, schon mal gehört? Ja, aber da waren noch nicht alle Schwarzen dabei. Oh mein Gott, müssen jetzt alle Schwarzen? Nein. Nein, ich weiß nicht, wie hoch die Zustimmungswerte von Schwarzen in den USA zu Black Lives Matter waren. Aber du behauptest jetzt, die Schwarzen schließen googeln? Sich zusammen. Wer sagt denn, dass die Schwarzen sich zusammenschließen? Ich sage nicht, dass jeder einzelne Schwarze sich zusammen. Ich sage, dass sich die schwarzen Menschen in Amerika historisch bedingt als eine Community verstehen, die sich gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr setzen wollen. Ja, tun sie das. Sie haben das in Black Lives Matter getan. Schau dir Black Lives Matter. Das waren nicht alle. Nein, es war, ob das der Großteil war, keine Ahnung, müsste ich mir jetzt umfangen. Du verstehst es nicht. Diese Protestbewegung war identitätspolitisch aufgeladen. Ob das jetzt nur Schwarze auf der Straße waren oder ob das viele Schwarze oder wenige, ist egal. Die Bewegung hat sich als Black Liberation Movement verstanden. Deswegen ist es in der Tradition anzusiedeln von eben Martin Luther King und so. Ist Black Lives Matter schlecht gewesen? Sie haben sich ja jetzt nicht gegen Recht irgendwie im Gesetzestext befindliche Ungerechtigkeiten aufgelehnt, sondern sie haben gesagt, wir finden das nicht gut, wie wir behandelt werden von der Polizei. Und das ist nirgendwo festgeschrieben. Es ist nirgendwo festgeschrieben, ja, bitte seid mal besonders gemein zu den armen Menschen,
Das ist einfach Polizeipraxis. Das steht nirgendwo fest und dagegen haben sie sich gewandt. War das jetzt schlecht? Das ist ja keine rechtlich festgeschriebene Ungleichheit. Warum sagt man dann nicht All Lives Matter? Warum dann nur Black Lives Matter? Weil es eben besonders schwarze Menschen betrifft, diese spezielle Form der Polizeigewalt, gegen die sie sich gewandt haben. Also, ach mein Gott. Ja, aber es gibt ja auch Polizeigewalt gegen Weiße. Also das kannst du ja nicht leugnen. Es gibt in den USA ein allgemeines Problem mit Polizeigewalt. Klar, das leugnet keiner. Und glaubst du, dass Black Lives Matter sich nicht auch für diese Menschen eingesetzt hat? Sie haben sich allgemein dafür eingesetzt, dass weniger schnell zum Taser gegriffen werden kann. So, das war zum Beispiel eine große Forderung. Oder eine weitere große Forderung, dass es stärkere Richtlinien darüber gegeben hat, wie jetzt Chokeholds oder so, wie jetzt mit Würgegriffen hantiert werden kann. Wann dürfen Personen berührt werden körperlich? Das ist ja, jetzt in Österreich und Deutschland ist ja nicht normal, wenn du jetzt angehalten wirst von der Polizei im Auto, dass die dich dann gleich aus dem Auto ziehen und dass du mal die Hand da auf die Motorhaube legen musst und die in den Körper durchsuchen. Das heißt, all diese Dinge würden natürlich auch weißen Menschen helfen, nur natürlich die Protestbewegung hat sich vor allem dadurch, daraus einen Nährboden gehabt, dass George Floyd eben ermordet wurde. Aber die haben sich genauso für Weiße eingesetzt, ja, zweifelsohne. Ja, warum lehnt man das dann so identitätspolitisch auf? Warum sagt man dann, weil es Leute mitreißt, weil es bewegend ist. Es ist deutlich einfacher, Menschen für Polizeigewalt, also für Polizeigewalt, für den Kampf gegen Polizeigewalt zu bewegen, wenn man sich in die Tradition von so großen Bürgerrechtlern wie Martin Luther King setzt, indem man es identitätspolitisch auflädt. Also wenn man jetzt einfach sagt, wir sind gegen Polizeigewalt. Es ist doch viel besser, wenn man auf die Tradition von abolitionistischen Bewegungen hinweist, als wenn man einfach nur so random sagt, in Anführungszeichen random, wir sind nur gegen Polizeigewalt. Das bettet man doch viel besser in so ein größeres Narrativ ein. Ja, aber ich habe immer noch da ein Problem damit, die Gesellschaft so in Opfergruppen zu unterteilen. Wie gesagt, bei den Schwarzen in Amerika, da hast du ja jetzt ja eine lange Historie. Nicht in Opfergruppen. Doch. Also du hast gerade die schwarzen, du kannst auch marginalisierte Gruppen sagen. Also wenn dir das Wort besser gefällt. Nein, das ist aber was anderes. Weil ein Opfer ist jemand, der sich nicht wehren kann. Also wenn ich jemanden zum Opfer nenne, dann ist der arm, dann ist der klein. Wenn ich sage marginalisiert, spreche ich den Menschen nicht ihre Handlungsfähigkeit ab, erkenne aber an, dass es soziale Mechanismen gibt, die diese Menschen benachteiligen. Und ich war unter dem Vorbehalt, dass du dich als links verstehst. Was ist denn eine mehr linke Position als gesellschaftliche Mechanismen, die einzelne Gruppen stärker unterdrücken als andere, aufzuheben? Was ist denn mehr urlinks als das? Die Frage ist, ob es diese Mechanismen gibt. Wie gesagt, zur Studienlage in den USA kann ich nicht sagen, da hast du jetzt ganz stark mit argumentiert, aber nicht nur in den USA, mein Freund, Soziologie. Ich verweise auf die Soziologie. Wirklich. Nee, es gibt ja nicht die Soziologie, es gibt ja unterschiedliche historische... Nein. Das ist so Sachen wie White Privilege gibt, Male Privilege. Natürlich auch Rich versus Poor, also Poor Disprivilege, aber Rich Privilege gibt's alles. Aber das alles... Wie soll ich sagen, wenn du jetzt sagst, okay, ich erkläre dir all diese sozialen Mechanismen, die es gibt, oder ich zähle sie zumindest auf, ich kann jetzt auch nicht all die erklären, zu viel Zeit. Und du sagst dann einfach, ich weiß nicht, ob es die gibt, ja dann lies doch irgendein Buch zu dem Thema, also nur irgendeins. Da musst du jetzt auch nicht das Buch aus Wokistan lesen, wenn du meinst, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Dass es diese sozialen Unterdrückungsmechanismen gibt, ist ja klar. Weil, schau her, wir bleiben... Welche Unterdrückungsmechanismen denn? Also nimm doch mal irgendein Beispiel aus Deutschland, wo eine marginalisierte Gruppe wirklich benachteiligt wird. Mit Deutschland kenne ich mich nicht so gut aus. Ich kann zum Beispiel sagen, zu Österreich, was jetzt das Bildungssystem angeht, nicht Unterdrückungsmechanismus, ich meine, gesellschaftlich gesehen ist ein Unterdrückungsmechanismus, aber da ist jetzt nicht wirklich jemand, da ist jetzt kein Böser dafür verantwortlich, der Menschen runterdrückt. Sprache zum Beispiel, bei Familien mit Migrationshintergrund, wo die Eltern nicht so gut Deutsch sprechen können. Die haben natürlich bildungstechnisch einen Nachteil gegenüber österreichischen Kindern, wo die Eltern zumindest von der Muttersprache her Deutsch sprechen, wie gut die Leute in der tiefen Steiermark Deutsch reden, davon mal abgesehen. Aber das ist trotzdem ein gesellschaftlicher Nachteil, den Menschen erfahren, der sie benachteiligt. Was schon im Namen von Nachteil steht. Und von diesen Dingen gibt es viele. Dann gibt es andere wiederum, die sind eher systemisch bedingt. Einkommen.
Viele, also ich habe letztens eine Studie, nicht eine Studie, eine Statistik gesehen, ein Drittel aller Kinder muss oder nimmt während der Weihnachtsferien Nachhilfe. Nachhilfe kostet Geld. Wenn du jetzt arm bist, weil du Pech hast, dass deine Eltern kein Geld haben, dann kriegst du keine Nachhilfe. Dann hast du auch ein Problem in der Schule. Und so gibt es noch viele, viele weitere. Allgemein, Diskriminierung von Lehrern. Ich kann mich erinnern, in der Volksschule hatte ich zwei oder drei türkische Mitschüler und Mitschülerinnen. Die wurden subtil verarscht. Auch von den Lehrern. So mäßig, ja, du kannst zwar jetzt diesen Satz nicht lesen, frag einmal die Mama, vielleicht kann die selber wissen natürlich, dass die Mama nur Türkisch spricht. Und das sind auch, wie soll ich sagen, und so gibt es viele, viele, viele Dinge, die kumulativ gewisse Gruppen stärker benachteiligen als andere. Ja, aber das sind ja keine Unterdrückungsmechanismen. Nicht jede Ungleichheit, die du statistisch messen kannst, ist gleich eine Unterdrückung. Nein, natürlich nicht, aber jetzt ist meine, okay, und jetzt möchte ich zurückkommen auf das Beispiel, was ich vorhin gehabt habe, mit der schwarzen Familie, die im Median ein 36. Haushaltsvermögen hat. Das kann entweder sozial bedingt sein, also entweder irgendwie sozial, historisch bedingt, kulturell, muss man jetzt nicht spezifisch werden, ist das bedingt, dass die jetzt da so gefickt sind, wirtschaftlich, oder es ist, weil die Gruppe der schwarzen Familien alle genetisch schlechter sind. Ich bin überzeugt, dass du das nicht glaubst. Also glaube jetzt nicht, dass ich dir das irgendwie unterstelle. Aber wenn wir akzeptieren, dass es nicht irgendwie daran liegt, dass die schlechtere Gehirne haben oder genetisch benachteiligt sind, sondern dass es daran liegt, dass irgendwie die Gesellschaft, gesellschaftliche Einflüsse dazu geführt haben, dann müssen wir doch erkennen, dass diese gesellschaftlichen Einflüsse, die so eine starke Diskrepanz zwischen den beiden Gruppen hervorgerufen haben, dass wir die irgendwie bekämpfen müssen, oder nicht? Oder zumindest ja, als solche begreifen müssen. Wie gesagt, das wird sich über längere Zeit, wenn man für Vollbeschäftigung sorgt, wenn man für ein hohes Wirtschaftswachstum sorgt, dann werden diese Unterschiede zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen schneller verschwinden, als wenn es beispielsweise eine hohe Arbeitslosigkeit gibt. Deswegen zweifelsohne, aber das ist ja nicht das Einzige. Wir können ja nicht alles über Wirtschaftspolitik regeln. Also es gab ja zum Beispiel, also Amerika hat ja, ich will jetzt nicht sagen, eine sehr gute Wirtschaftspolitik gehabt in den 1950er, 60ern, obwohl eine bessere als heute. Hatten sie gute Wachstumsraten, auch jetzt Reallohn ist jetzt nicht wirklich hinterhergehinkt zwischen dem Verbraucherpreisindex. Und trotzdem sind Schwarze gefickt worden. Also jetzt nur Wirtschaftspolitik löst ja nicht alle Probleme. Wirtschaftspolitik, besonders was jetzt arme Menschen betrifft, zum Beispiel jetzt Mehrwertsteuerstreichung auf Grundnahrungsmittel oder so, das würde den Menschen enorm helfen. Das würde auch vor allem natürlich Menschen mit, die marginalisiert sind, besonders helfen. Aber das löst nicht alle Probleme, weil eben viele auch nicht wirtschaftlicher Natur sind. Ja, welche denn? Ja, welche denn? Ja, zum Beispiel das Ding mit dem, das, was ich dir geschickt habe, das in Ferguson. Ich muss zugeben, ich habe zu Deutschland und zu Österreich dazu noch nicht so viele Studien gesehen und gelesen, weil es einfach nicht so Flagship-Studien gibt, die man halt vorgesetzt bekommt, wenn man Politikwissenschaft studiert. Aber da wird geschaut, also wie soll ich sagen, da wird kontrolliert für sowas wie Jahreseinkommen oder für Haushaltsvermögen und so. Für all diese Faktoren wird kontrolliert. Das heißt, so wirtschaftliche Faktoren spielen da keine Rolle. Das Einzige, was da wirklich de facto isoliert wird, ist die Hautfarbe. Nochmal, und ich weiß jetzt nicht, wie oft ich diesen selben Punkt wiederholen kann. Weißt du, was ich meine? Wie gesagt, ich kenne die Studie nicht. Ich weiß nicht, wie häufig ich das wiederholen soll. Ich weiß, aber du fragst mich nach Punkten und ich kann nur auf diesen, wie soll ich sagen, das ist halt jetzt Schachmatt. Und du sagst, bitte spiel nicht Schachmatt. Also spiel jetzt. Bitte spiel nicht Schachmatt. Also wir sind erstens nicht in den USA. Das ist der ideale Punkt. Kann sein, dass es in den USA ein Problem mit Rassismus gibt. Ich weiß es nicht. Kann sein. Kann sein, dass es in den USA ein Problem mit Rassismus gibt. Kann das sein? Also ist mir relativ egal. Wir sind hier nicht in den USA. Hast noch nichts gehört dazu? Ja. Deswegen sollten wir darüber reden, was hier in Europa passiert. Gibt es in Europa ein Problem mit Rassismus? Ich würde sagen, kein sonderlich großes. Nicht? Nee. Ich meine, wo liegt die AfD jetzt in Ostdeutschland? Irgendwie bei 30% in den Landtagswahlen? Es sind doch nicht alle AfD-Wähler Rassisten. Ich würde sagen zumindest, dass sich das Parteiprogramm der AfD
dass das rassistisch aufgeladen ist, ja? Ob die jetzt alle Menschen, ich glaube nicht, dass alle Menschen, die in der AfD sind, persönlich glauben, dass sie rassistisch sind und sich denken, ja, scheiß Menschen mit brauner Haut, alles weg, das glaube ich auf keinen Fall. Aber dass das Wahlprogramm der AfD, wie soll ich sagen, rassistische Vorurteile bedient, ich glaube nicht, dass wir da jetzt lang drüber streiten müssen, oder nicht? Müsste ich mir das Wahlprogramm auch nochmal durchlesen, aber... Du solltest dir einige AfD Dinge durchlesen, ja. Dass die AfD aktuell, ich habe mir das schon mal durchgelesen, vor allem die wirtschaftlichen Punkte. Ja, okay, wirtschaftlich brauchen wir gar nicht anfangen, da sind wir einer Meinung. Neoliberal aber zum Tode. Aber dass die AfD aktuell so stark ist, das hat ja nichts mit damit zu tun, dass es plötzlich so viele Rassisten in Deutschland gäbe, sondern damit, dass die Wirtschaft so schlecht läuft. Also unter anderem, ja. Ganz klar, aber das ändert ja nichts daran. Wie soll ich sagen? Ich kann ja auch genauso gut die Linkspartei wählen, weil die versteht sich ja auch selbst als antikapitalistische Partei. Und die sich gegen. Aber die Linkspartei wählen diese Menschen nicht, weil sie sich eben für Woke einsetzen. Das heißt, es ist eine bewusste Entscheidung, ob ich mich jetzt für die Protestpartei sozusagen einsetze, welche die AfD ist. Oder die Linke, die genauso in ihren Grundstatuten eine Protestpartei ist. Und die Linke will die Kapitalismus abschaffen. Mehr Protest gibt es ja wohl gar nicht. Ob sie jetzt Kapitalismus abschaffen? Ich verstehe das schon, dass sie sich zumindest jetzt als Befürworter für Genossenschaften verstehen oder nicht. Aber okay, besides the point. Es ist eine bewusste Entscheidung, ob man sich auf die rassistische Plattform der AfD, ob man sich dorthin wendet oder auf die, weiß ich nicht, jetzt woke oder LGBT-positive oder wie auch immer, auf die egalitäre Plattform der Linken hinwendet, oder? Das ist ja eine bewusste Entscheidung und ich mag das nicht. Und zwar jetzt noch ein Metapunkt und dann lasse ich dich wieder, ich rede eh schon viel zu viel. Ich mag es nicht, dass man den AfD-Wählern nicht die Zurechnungsfähigkeit zugesteht, dass sie schon wissen, wen sie da wählen, dass sie da eine Partei wählen, die dezidiert gegen Ausländer ist und die auch kein Problem damit hat, jetzt Menschen, die aus furchtbaren Gegenden kommen, die dort wieder dort abzuschieben und wieder denen zu riskieren, dass die dort sterben. Ich glaube, dass die AfD-Wählerinnen und Wähler sich dessen bewusst sind, aber das halt akzeptieren. Ich glaube nicht, dass die dumm sind und nicht wissen, wofür ihre Partei steht. Also du hast gesagt, diese Wähler können die Linkspartei wählen. Nein, das können sie nicht. Hochrangige Akteure der Linkspartei, die haben sich beispielsweise dem Wirtschaftskrieg gegen Russland vollkommen verschrieben. Die Linkspartei hat da auch im Sommer 2022 einen völlig inkonsistenten Beschluss gemacht, der sogar einige Sanktionen gegen Russland gutheißt. Also ja, die Ruinierung unserer Volkswirtschaft, die Deindustrialisierung unseres Landes gutheißt. Dazu kommen noch, dass einige linken Politiker sich ja auch offen von der Friedenspolitik abgewendet haben und mittlerweile Waffenlieferungen in Kriegsgebiete fordern. Allen voran Waffenlieferungen in die Ukraine. Also hier zu nennen wäre Bodo Ramelow, der einzige Ministerpräsident, den die Linke jemals hatte. Der ist einer der lautesten Schreihälse, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Also die Linkspartei hat ihr Programm außenpolitisch und wirtschaftspolitisch in Bezug auf diesen Wirtschaftskrieg völlig verraten und ist keine ernsthafte Alternative mehr für irgendwen. Vernünftige Politikerinnen wie Sarah Wagenknecht, die werden fertig gemacht von Parteimitgliedern und die wurden ja letztlich auch aus der Partei rausgedrängt. Ja, rausgedrängt. Ich glaube, da auch würde ich der Sarah Wagenknecht ein bisschen mehr Agency zusprechen. Also das hat sich ja schon selber ausgesucht. Ich möchte dich fragen, du hast jetzt schon mit Linke und Russland und ja angefangen. Wollen wir vom Thema des Wokismus weggehen und uns auf Russland konzentrieren, weil sonst vermischen wir hier Dinge. Das ist eine Frage an dich und jetzt noch eine andere Sache. Ich habe hier etwas von der Süddeutschen Zeitung. Das wurde mir von einem Kollegen wunderbar geschickt. Ich weiß, es ist ein bisschen unfair, weil ich streame und deswegen habe ich Leute, die mir useful Links da herschicken können. Die Headline von der SZ ist, ausländischer Name ist bei der Wohnungssuche eine Hürde. Und ich habe da noch andere Studien in diesem, also nicht nur bei Wohnungssuche, auch zum Beispiel bei Jobfindung. Also in den USA gibt es eine bekannte Studie mit schwarzen Namen und weißen Namen mit genau demselben Resume. Kennst du wahrscheinlich. Also, ja, das nur mal. Korrelation impliziert keine Kausalität. Erklär mir, was der andere Faktor ist, außer der Name. Wenn du beispielsweise Vermieter bist, dann möchtest du möglichst eine gute, zahlungsfähige Kundschaft. Und Ausländer sind nun mal häufiger arm als Deutsche. Also hör zu. Das heißt, du sortierst ausländische Namen vielleicht aus, ohne gleich rassistisch zu sein. Also nein, das ist total. Aber damit rechtfertigst du jetzt die
kulturell bedingte, oder weil Name ist jetzt nicht wirklich Rasse, aber der, die kulturell bedingte Diskriminierung von Menschen. Nein, schau dir doch nicht den Namen von den Dudes an oder von den Damen, die auch Dudes sind. All people are kings oder so. Nein, schau dir an, ob die zahlungsfähig sind. Schau dir nicht die Namen von den Leuten an. Da, oh mein Gott. Natürlich, wenn du Vermieter bist, kriegst du so ein Anschreiben, ja, ich würde mir gerne die Wohnung anschauen und so. Und dann, wenn du sagst, bei der Wohnungsbesichtigung, ja, die Person, okay, dann musst du ja offenlegen, wie zahlungsfähig die ist. Hat die ein Einkommen? Wie viel Vermögen hat sie? Hat sie schon mal einen Mietvertrag gehabt? War sie da zahlungsfähig? Hat es da Zahlungsaussätze gegeben, wenn man so nennen will? Ich weiß jetzt nicht, was der Fachterminus dafür ist. Natürlich wird sich das angeschaut. Das wurde sich auch sicherlich in dieser Studie angeschaut. Ich weiß, wie solche Studien funktionieren. Da gibt es schon viele. Da gibt es im amerikanischen Raum gibt es viele. In Österreich habe ich auch schon so eine gesehen. Da wird auch nur der Faktor Namen isoliert und oftmals werden da sogar fiktive Beispiele angebracht. Das heißt, du hast genau dieselbe Bewerbung, genau mit denselben, also selbe Wortlaut und alles, schickst dann aber nur das mit unterschiedlichem Namen ab. Und so isolierst du dann den Faktor Name. Das ist ein Experiment, de facto. Ja, das zweifle ich doch gar nicht. Das zweifelst du gar nicht, aber dann kannst du ja auch nicht bezweifeln, dass da der entscheidende Faktor nur der Name ist und nur, dass das Diskriminierung ist. Und wenn du jetzt sagst, das weiß ich doch gar nicht. Ich erkläre dir gerade, wie das kommen kann, ohne dass die Leute rassistisch sind. Eher negative Erfahrungen mit Ausländern gemacht haben, beispielsweise, dass sie ärmer sind und so ihre Miete nicht so regelmäßig zahlen können, dann sortieren sie ausländische Namen eher aus, ohne gleich rassistisch zu sein. Du unterstellst dann da Rassismus. Klar, jetzt habe ich aber für dich eine Frage. Und zwar, jetzt habe ich einen, der sagt, ich möchte einfach keine Menschen mit brauner Haut in meiner Wohnung wohnen haben. Und du hast den anderen, der sagt, ich glaube einfach nicht, dass die zahlungsfähig sind, deswegen überprüfe ich das jetzt gar nicht so genau. Was ist für die Person, deren Name jetzt abgelehnt wurde, der relevante Unterschied? Wieso kann ich nicht aus der Sicht dieser Person sagen, dass sie hier gerade Opfer wurde von einer, ja, zumindest von sozialen Normen bedingten Unterdrückungsmechanismus. Wieso kann ich das aus der Sicht dieser Person nicht legitim sagen? Weil die Person kann nichts dafür, dass sie so heißt oder wo sie herkommt. Nein, kann sie nicht. Aber wie gesagt, nicht jede Ungleichheit ist gleich Rassismus. Das sage ich auch nicht. Ich sage nur, dass genau diese Ungleichheit das eindeutigste Beispiel von Diskriminierung basierend auf Kultur und damit jetzt nicht zwangsläufig per Extension, aber in den meisten Fällen kommt. Wenn ich jetzt einen rechten YouTuber reden höre von wegen, ja, wir müssen unsere Kultur verteidigen, was meint er damit? Damit meint er nicht so selten Hautfarbe, Ethnie oder sowas. Also, dass diese Studie jetzt nicht ein Beispiel ist, das perfekt in so das breitere Bild von rassistischer Diskriminierung in der westlichen Welt hineinpasst, das glaube ich ja jetzt nun wirklich nicht. Aber du hast mich ja wegen einem Beispiel gefragt. Wir können auch jetzt aufhören mit so auf Studien referenzieren, wenn die eindeutigsten Studien, die auch vielfach wiederholt wurden und immer zu demselben Ergebnis gekommen sind de facto, wenn die nicht genug für dich sind, dann können wir einfach sagen, ja, wir scheißen auf Studien, wir reden jetzt aus unserem Bauch heraus. Das ist jetzt mein Angebot für dich, ansonsten Nein. will ich nicht mehr hören, das habe ich nicht gelesen oder ich glaube diese Studie nicht, ja, ohne die Studie gelesen zu haben. Schlussfolgerung, die man so nicht ziehen kann. Du tust so, als würde hier etwas belegt werden, was nicht belegt wird. Welche denn? Und was wird denn hier nicht belegt? Das passt doch perfekt. Man kann in den Sozialwissenschaften nichts belegen. Also, dass das an Rassismus liegt beispielsweise. Ich gebe dir einen kleinen Ratschlag. Das wissen viele VWLer nicht. Die verstehen sich ja auch nicht immer als Sozialwissenschaftler. Aber in den Sozialwissenschaften gibt es kein Beweisen, so wie es jetzt, weiß ich nicht, in der Mathematik gibt. In der Mathematik kannst du etwas herleiten und wenn die Herleitung Sinn macht, dann passt das. Das gibt es in den Sozialwissenschaften nicht. Wir arbeiten hier mit einer Gesellschaft. Was beeinflusst das Verhalten von unterschiedlichen Akteuren in der Gesellschaft? Ob sie schlecht geschlafen haben, ob sie wütend sind, ob sie gegessen haben, wo ihre Eltern herkommen. All diese Faktoren spielen zusammen. Wir können da jetzt nicht beweisen, dass genau dieser Faktor jetzt entscheidend ist. Wir können nur sagen, wenn wir unterschiedliche Ergebnisse zusammenfassen von vielen Forschungen, können wir sie vergleichen. Wir können mit statistischen Methoden einzelne Variablen herausrechnen oder dafür zumindest statistisch kontrollieren. Das ist nicht perfekt, das ist nicht so wie jetzt Mathematik, wie gesagt. Und dennoch können wir, wenn wir das oft genug machen und wenn wir unsere Methoden immer mehr verfeinern, doch zu Ergebnissen kommen,
dass wir mit relativer Sicherheit solche Aussagen treffen können wie: In Deutschland wird bei der Wohnungssuche oder bei vielen anderen Faktoren, wo Bewerbungen bei vielen anderen Mechanismen, wo Bewerbungen abgegeben werden, wird anhand des Namens diskriminiert. Das wurde, wie gesagt, auch bei der Jobsuche bei vielen Versuchen, Experimenten so nachgewiesen. Du brauchst uns das nicht zu erklären, das wissen wir alle. Weißt du, aber das hast du mir jetzt nicht vermittelt irgendwie, muss ich sagen. Das heißt nicht vermittelt, das ist doch klar, was du gerade erklärt hast. Nein, ich habe dir gerade erklärt, wieso der Anspruch, den du stellst an die Sozialwissenschaft, wieso der nicht erfüllt werden kann. Nein, und nachdem dieser Anspruch, den ich an dich stelle. Den du an mich stellst, ja, ich kann das ja auch nicht. Ich rede ja jetzt, ich bin ja jetzt nicht schlauer. Ich unterstelle, dass das in breitere Motive von vermutlich Rassist, wir können es nicht sagen. Aber jetzt erklär mir doch mal. Wenn der einzige Unterschied jetzt zwischen diesen Bewerbungen für Mietwohnungen der Name ist, und die sind kulturell aufgeladen. Ich nehme jetzt nicht an, dass die jetzt da Max, Peter, Philippine, Leonie und sowas genommen haben, sondern die werden wahrscheinlich Mustafa und Karl-Heinz oder sowas halt, was du dir vorstellen kannst. Welche Faktoren außer kulturelle Diskriminierung oder irgendetwas anderes hätte dazu führen können, dass bevor sich die Leute, die die Wohnungen vermieten, überhaupt deren finanzielle Lage anschauen, welche anderen Faktoren hätten dazu geführt, dass diese Namen gar nicht einmal wahrgenommen werden? Dass die einfach ignoriert werden? Außer eine kulturelle Diskriminierung. Zumindest kulturell. Welche anderen Faktoren? Ja, einfach schlechte Erfahrungen mit Leuten, die ausländischen Namen haben bisher. Schlechte Erfahrungen, die Vermieter haben. Okay, und jetzt rechtfertigst du gerade Rassismus. Weil was ist bitteschön... Hör zu. Nein, Moment. Was ist bitteschön Rassismus, wenn nicht zu sagen, ich habe mal einen Türken gehabt, ich habe den nicht gemocht, wer hat mich beim Fußball dermaßen umgeschnitzt, jetzt mache ich nicht mehr Türken. Das ist, wenn ich eine negative Einzelerfahrung, die ich mit einem Teil einer Gruppe gehabt habe, ausweite auf die gesamte Gruppe und somit dann Vorannahmen, Vorurteile auch genannt, gegenüber dieser Gruppen hege. Das ist eben das Problem. Und außerdem, was sind denn schlechte Erfahrungen mit Ausländern? Ich bin mir sicher, dass viele Vermieter auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Inländern. Zum Beispiel, meine Großeltern haben eher viel Kohle, haben mal vermietet, hatten eine österreichische Familie, die hat die Wohnung ruiniert. Wäre es jetzt gerechtfertigt, wenn wir sagen, nein, jeder, der Österreicher ist, kriegt jetzt die Wohnung nicht mehr? Das ist ja dumm. Das findet ja nur in eine Richtung statt. Nein, das statt. Sagt ja so offen keiner. Nein, aber man hat da eine gewisse Tendenz, wie man entscheidet. Das mag auch bei vielen unterbewusst sein. Und das ist nicht diskriminierend. Jede Alltagsheuristik gleich zu Rassismus umzudeuten, das geht definitiv zu weit. Ich deute nicht jede. Ich deute nur die gerade speziell, die in einem Experiment nachgewiesen wurde. Was soll ich dir sagen? Also nicht nachgewiesen in dem Sinne von wie Mathematik. Aber das ist ja jetzt nicht ein Einzelfenomen. Und das Gute an den Sozialwissenschaften ist, dass neben empirischen Studien auch Theorie gemacht wird. Und die Theorie zu Male Privilege und zu White Privilege und zu den ganzen Bullshit, will ich es jetzt mal vereinfacht sagen. Die Theorie von diesen ganzen Vorannahmen, wie Gesellschaft funktioniert, die passt ja perfekt zu dieser ganzen Empirie, die gemacht wurde. Also nochmal, wir können das wirklich beenden mit den auf Studien verweisen und einfach nur aus unserem Bauch herausreden. Ich würde das sogar empfehlen, ich finde das nämlich anstrengend. Das, was du behauptest, das habe ich der ganze Zeit gesagt, sie belegen nicht das, was du behauptest. Eben, dass Rassismus noch ein großes Problem in unserer Gesellschaft sei. Ich sage Folgendes. Menschen, die irgendwelche kulturellen, wie soll ich sagen, wo sich der kulturelle Hintergrund nicht in Deutschland verorten lässt und das auch nach außen hin zur Schau tragen. Im Namen, im Auftreten, in der Kleidung, die sie tragen, in der Sprache, die sie sprechen, in dem, was auch immer, in den Instagram-Posts, die sie machen, was auch immer. Die erfahren in Deutschland und in vielen anderen westlichen Ländern, in Österreich auch, systematische Benachteiligung von diversen gesellschaftlichen Systemen. Das ist einerseits das Justizsystem, ist das Mietsystem, ist das Jobfindungssystem. Ich unterstelle hier niemandem Rassismus. Ich sage nur, dass diese, ich würde es jetzt Ungerechtigkeit nennen, aber wir wollen es nicht moralisch aufladen, dass der Fakt der Benachteiligung von diesen Gruppen sich, wie soll ich sagen, der zeigt sich so oft auf, dass zu leugnen ist eigentlich de facto schon Soziologie als Wissenschaft zu ignorieren.
So, und damit möchte ich es jetzt auch eigentlich lassen. Ich habe jetzt hier niemanden, es nennt sich auch struktureller Rassismus, aber wir wollen das Wort nicht verwenden. Das sind keine wissenschaftlichen Fragen, die du hier stellst. Sollte man sich identitätspolitisch organisieren? Und wir sind wirklich vom Thema gibt abgekommen. Es statistisch gesehen nachweisbare Ungleichheiten? Das sind zwei völlig unterschiedliche Fragen. Ja klar, wir sind nur so weit abgekommen, weil du grundsätzlich hinterfragt hast, ob es so etwas wie Diskriminierung gibt in Deutschland oder in Österreich. Das hast du hinterfragt. Und ich finde es auch gut, dass ich das mal so erklären durfte, weil ich habe das bis jetzt noch nie so klar auffächern können, wie so Systeme Menschen benachteiligen. Das nennt sich systemische Gewalt außerdem. Ist auch gut, aber wenn man die Grundprämisse, von der diese ganzen Bewegungen ausgehen, nämlich dass es Ungerechtigkeiten gibt in der Gesellschaft, die es zu adressieren gilt, wenn man die hinterfragt, dann muss man eben so grundsätzlich ansetzen. Es ist, ja, weiß ich nicht. Aber nochmal, das Angebot steht, machen wir weiter. Du hast aufgebracht Russland-Sanktionen. Ja. Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Ich nehme an, da werden wir auch einer Meinung sein, die müssen ersatzlos gestrichen werden und wir müssen wieder zu einem vernünftigen Modus gehen, die mit Russland kommen. Das sind wir nicht einer Meinung. Wir müssen unterscheiden. Unterschiedliche Sanktionen. Ich finde zum Beispiel jetzt die Sanktion vom Westen her keine Halbleiter. Oder halt Mikrochips, einfach gesagt. Also alles, was verwendet werden kann von Russland, auch keine Autos und so, nach Russland zu exportieren, damit die dort ihre Waffen bauen können, also bessere Waffen, die auch technisch besser sind. Das finde ich ist eine gute Sanktion, weil das manifest die Kriegsfähigkeit von Russland einschränkt. Was denkst du darüber? Nein, lehne ich auch ab. Also wir sehen ja, dass Russland sich die Halbleiter von woanders her besorgt, beziehungsweise die westlichen Halbleiter beispielsweise über zentralasiatische Republiken versucht einzuführen. Und die russische Rüstungsproduktion nicht gesunken, sondern eher gestiegen ist. Zumindest man muss aber sagen, dass das trotzdem Wirkung gezeigt hat, weil das hat gedauert, bis sich diese Handelswege etabliert haben. Weil normal, früher, es war lange Zeit so, dass China nicht wirklich mit Russland Halbleiter gehandelt hat. Weil es war oftmals so, dass Halbleiter im Westen in Geräte eingebaut wurden und die wurden dann vom Westen nach Russland geschickt. Das heißt, die Handelswege waren ganz anders. Bis sich diese Handelswege etabliert haben zwischen China und Russland, also diese Lieferketten, hat es gedauert. Das hat auch dazu geführt, dass eben dieser Erdrutschsieg, der von vielen prognostiziert wurde, dass es zu dem nicht kam. Also da ist zum Beispiel, hat die Sanktion dann schon Wirkung gezeigt, muss man sagen. Nee, Russland braucht ja auch, um die Rüstungsproduktion anzukurbeln. Also der Erdrutschsieg, der hatte ja damit zu tun, dass Russland sich bei seinen militärischen Planungen völlig verzockt hat und im Westen vor Kriegsbeginn es gut genug gelungen ist, die Ukraine schon hochzurüsten. Ich meine, da hat es ja seit 2014, seit dem westlichen Putsch dort, massive militärische Kooperationen gegeben. Ja, klar. Jetzt habe ich dann folgende Frage. Also du bist auch... Können wir kurz weg von Sanktionen gehen oder möchtest du lieber noch da bleiben? Weil ich möchte zu den Waffenlieferungen. Weil was ich jetzt finde, die Waffenlieferung an die Ukraine. Wenn wir die jetzt beenden, was passiert? Die Ukraine verliert den Krieg, das ganze ukrainische Staatsgebiet wird sich Russland einverleiben. Nein. Nein, ist das nicht so. Ist das nicht das, was die Sarah Wagenknecht sagt? Dass da eine Pattstellung kriegerisch weitergeführt wird, nur weil der Westen das macht. Wenn der Westen das nicht machen würde, dann gäbe es diese Pattstellung nicht. Was sie dann natürlich nicht ausspricht, ist, dass es diese Pattstellung nicht gäbe, weil Russland die Ukraine überrennen würde. Okay. Mhm. Das ist also das, was sie impliziert. Ja. Mhm. Die würde ich grundsätzlich anzweifeln. Russland hat der Ukraine schon vor geraumer Zeit folgendes Friedensangebot gemacht. Wir bekommen die 4 ostukrainischen Oblasten, die wir annektiert haben, beziehungsweise Anerkennung der territoriellen Realitäten, hat man gesagt. Die Ukraine entfernt die rechtsradikalen Elemente aus ihrer Politik. Es findet eine Demilitarisierung der Ukraine statt und die Ukraine wird neutral. Und im Gegenzug beenden wir die Kampfhandlungen. Das war das russische genau. Angebot. Also Moment, aber jetzt habe ich eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen diesem russischen Friedensangebot und einem kompletten Sieg von Russland gegenüber der Ukraine? Das Einzige ist, dass sie nicht direkt das Land besetzen. Aber trotzdem haben sie, die Ostukraine ist jetzt nicht der größte Teil, aber das ist trotzdem der wirtschaftlich wichtigste Teil für die Ukraine. Das heißt, de facto, das ist ein Friedensangebot, wo es am Ende so ist, als hätten sie den Krieg gewonnen. Mit ein paar Abstrichen.
Das ist kein Friedensangebot, auf Basis dessen die Ukraine eine Verhandlung begehen kann. Ich möchte nur kurz dich unterbrechen, weil ich finde, wie heißt der, Coco Banana hat einen guten Punkt gemacht. Frieden ist das Erste. Das war die Antwort darauf, warum ich der Meinung bin, wir sollten weiterhin Waffen schicken. Die Vorstellung, dass es Frieden in der Ukraine gibt, wenn Russland sich einmal die ganze Ukraine einverleibt hat, wenn man sich anschaut, was die für Kriegsverbrechen begangen haben, schon in den ersten Wochen dieses Krieges. Also da geht es ja nicht nur um Landgewinn, da geht es ja für die Menschen, für die Truppen von Russland, geht es ja da um viel mehr. Das merkt man ja auch am Umgang mit der Zivilbevölkerung. Also, dass man das als Frieden bezeichnet, wie das dieser Chatter gerade gemacht hat, das möchte ich nur entschieden zurückweisen. Es tut mir leid, dass ich jetzt darauf eingegangen bin, aber das war mir wichtig. Die Ukraine geht mit der russischsprachigen Zivilbevölkerung im Osten nicht sehr viel besser um. Also da gab es seit 2014 einen Bürgerkrieg, wo die Ukraine immer wieder Proteste beschossen hat, Wohngebäude beschossen hat. Also das gab es zahlreich seitdem. Also die Ukraine, die geht in den russischsprachigen Gebieten nicht zimperlicher vor als Russland in den ukrainischsprachigen Gebieten. Du meinst ja vor allem wahrscheinlich die Morde, die von Russlands Militär in den Vororten von Kiew begangen wurden. Nein. Ja, genau. Ja, wie soll ich sagen, auch die Rhetorik, nicht nur das, auch die Rhetorik, die von Putin vor allem an den Tag gelegt wird, das ist jetzt für mich nicht die Rhetorik von einem Staatsmann, von reinem Imperialismus, sondern Ukrainer ist keine richtige Ethnie, das sind alles Russen, es geht um Blut und Boden, das hat er ja verwendet bei der Ansprache am 24. oder wann auch immer der Krieg, Ansprache vor dem, er hat ja wirklich zutiefst nationalistische und ich würde sagen neonazistische Begriffe auch verwendet. Ja, hat er gesagt, Blut und Boden, was willst du von mir? Er hat auch gesagt, dass die ukrainische Sprache zu Russland gehöre und dass es die jetzt zu verbieten. Nein. Beispielsweise. Lenk nicht ab von meinem Hauptthema, welcher ist, dass es da nicht nur darum geht, das Land zu gewinnen, sondern auch die ukrainische Ethnie irgendwie zu denigrieren, wenn nicht sogar in die russische einzuverleiben und halt durch Gewalt. Das hat er ja auch durch Softpower versucht, wie man das nennt. Er hat ja Janukowitsch gehabt als de facto Puppenpräsidenten, Marionettenpräsidenten, der sehr viel von seinen Politikanleitungen aus Russland bekommen hat. Gibt sehr, sehr klare Nachzeichnungen von seinen politischen Vorhaben und wie das. Ja, gut, ich schweife ab. Das wurde abgelehnt von der ukrainischen Regierung. Es war ukrainische Regierung und ukrainischen Bevölkerung. Das heißt, woher nimmst du das? Also Janukowitsch wurde demokratisch gewählt oder weggeputscht? Also der wurde ja nicht abgewählt oder so. Von wem wurde er weggeputscht? Von der Bevölkerung, die ihn dann nicht mehr gut gefunden hat. Nicht von der Bevölkerung. Na doch, sicher. Das war ein Aufstand der Bevölkerung. Gab es eine Volksabstimmung? Wollte er, dass Janukowitsch abgesetzt wird? Oder wurde Janukowitsch er war Regierungschef. Natürlich, es kann ja keine Volksbefragung geben, wenn die Regierung, die eine Mehrheit im Parlament hat, dem nicht zustimmt. What the fuck? Natürlich gab es keine Volksabstimmung, die kann ja nicht gegen den Willen der Regierenden stattfinden. In den seltenen Fällen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das genau gemanagt wird. Es gibt ganz wenige politische Systeme, wo man mit Minderheit im Parlament eine Volksabstimmung anberaumen kann. Ich bin zu 99% überzeugt, dass das in der Ukraine nicht geht. Das heißt, der einzige Weg, wie man diesen Typen loswerden hätte können, war eben durch diesen Aufstand. Also ich erinnere an Euromaidan. Also Google mal Euromaidan. Ja, ich weiß, was da passiert ist. Da dann verstehe ich nicht, wie du das sagst. Nochmal, es gab einen Bevölkerungsaufstand. Das ist, unter Putsch verstehe ich was anderes. Da haben extrem nationalistische Kräfte, die vor allem aus der West- und Zentralukraine kamen und da einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung hatten, in Kiew demonstriert. Also in der Ostukraine, da gab es ja nach dem Putsch gegen Janukowitsch von der Bevölkerung getragenen und auch von Russland unterstützt, muss man dazu sagen, Anti-Maidan. Also da gab es ja auch massive Proteste der Bevölkerung gegen das neue Regime in Kiew. Naja, aber es hätte 2015 eine neue Präsidentschaftswahl gegeben. Da hätte Janukowitsch ganz demokratisch abgewählt werden können. Das Parlament hätte ihn auch, wenn es eine Mehrheit dafür gegeben hätte, absetzen können. Aber diese Mehrheit gab es im Parlament nicht. Es gab eine Parlamentsabstimmung und da wurde, also hat lustigerweise auch erst stattgefunden, als er schon vertrieben worden war. Also es war mehr oder weniger der Versuch, diesen Putsch im Nachhinein irgendwie noch zu legitimieren, irgendwie den noch einzuwaschen, aber nicht mal das hat funktioniert.
Also nicht mal dort hat man im Parlament eine Mehrheit, man hat eine Mehrheit zusammenbekommen, annehmen nicht die erforderliche Mehrheit gegen Janukowitsch. Also nicht mal dieser Versuch, diesen Putsch nachträglich zu legalisieren, was ich schon ein bisschen albern war, er hatte ja zu dem Zeitpunkt schon stattgefunden, nicht mal der war erfolgreich. Also das war ein Putsch, der ganz eindeutig gegen die ukrainische Verfassung verstoßen hat und der die Ukraine in Brand gesetzt hat. Moment, ein Putsch, der gegen eine Verfassung verstößt? Erklär mir einen Putsch, der nicht gegen eine Verfassung verstößt. Ja, sag ich ja. Ja, aber ist jetzt die Verfassung, Verfassung ist das jetzt die Messlatte für alle? Also es stand mal in der Verfassung, dass Frauen nicht wählen durften, zum Beispiel jetzt in Österreich. Oder zumindest war das Gesetz, dass Frauen wählen durften, hat es nicht gegeben. Aber das war ja gegen die Verfassung dann de facto, dass Frauen wählen dürfen in Österreich, muss ich sagen. Also bis 1918. Also die Verfassung ist jetzt nicht die... Okay, ich habe mich da jetzt ein bisschen verlaufen, weil ich bin es gewohnt, dass diese Verfassungsdebatten im amerikanischen Raum, aber du möchtest ja nicht über Amerika reden. Ich will sagen, die Verfassung ist nicht die Messlatte für alle. Ich möchte mich da jetzt auch nicht verrennen in dem ganzen... Euromaidan, weil wir kommen weg von den Sanktionen. Wir kommen weg von den Sanktionen. Das ist schon zentral mit der Verfassung, denn das ist bei den Krim-Annexionen nämlich immer die Begründung, dass das von Russland da illegal war. Das war dieses Krim-Referendum, das verstieß ja gegen die ukrainische Verfassung. Das ist dann immer das Argument, was dann kommt. Also bei der Krim, da ist die ukrainische Verfassung ganz wichtig, aber wenn es um den Regierungswechsel in Kiew geht, dann plötzlich nicht mehr. Also, ich habe das noch gar nicht genannt. Du hast das mit der Krim nicht gebracht. Weil ich davon auch wegkommen möchte. Wir hatten jetzt nämlich, worüber haben wir jetzt über die Sanktionen oder über die, die Waffenlieferungen gesprochen? Wo waren wir jetzt? Bei den Waffenlieferungen und warum diese abzulehnen sind. Ja, Entschuldigung, das ist vielleicht jetzt noch nicht, weil ich es noch nicht gesagt habe, ist natürlich, wir waren auch noch nicht bei Krim. Natürlich ist die Annexion völkerrechtswidrig gewesen, also brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Und auch dann die da de facto. Eine Debatte. Da gibt es eine Debatte zwischen Idioten und Völkerrechtlern, ja genau. Ja. Es gibt ein Selbstbestimmungsrecht der Völker, nach dem Völker selbst entscheiden können, wozu sie gehören. Und es gibt die territorielle Integrität von Nationen und das sind Dinge, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Und die meisten Völkerrechtler und die Abwägung dazu, ist die territoriale Integrität Nationen höher zu werten und das damit als völkerrechtswidrig zu bezeichnen. Genau. Aber wie gesagt, das ist immer eine Abwägungsfrage. Natürlich ist es immer eine Abwägung, aber es ist jetzt auch immer eine Abwägung, ob jetzt Arbeitnehmerrechte wichtiger sind oder Arbeitgeberrechte. Und trotzdem können wir doch für uns, ich kann jetzt, also du als Sozialdemokrat wahrscheinlich auch, es ist wahrscheinlich eher wichtig, Arbeitnehmerrechte zu schützen, weil das mehr Menschen betrifft als jetzt Arbeitgeber. Und auch Arbeitgeber eher in der Lage sind, Macht gegenüber Arbeitnehmern auszuwirken. Aber okay, wir schweifen ab vom Thema. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Es tut mir leid, ich komme immer ins Galoppieren. Waffenlieferungen. Du bist gegen Waffenlieferungen, weil du nicht willst, dass diese Pattstellung weitergeht. Und du hast ein Problem mit meiner These, die These von vielen, dass wenn die Waffenlieferungen aufhören würden, dass die Ukraine dann überrannt werden würde. Damit hast du ein Problem. Das siehst du anders. Ja, absolut. Also Russland ist ja, hatte ich vorhin schon gesagt, die russischen Friedensbedingungen sind relativ einfach. Entnazifizierung, Demilitarisierung, Neutralität sowie Anerkennung der territorialen Realitäten. Das sind die russischen Forderungen und wüsste nicht, warum man darüber nicht verhandeln könnte. Ich finde, das ist ein Euphemismus. Anerkennung der territorialen Realitäten. Sag's doch, wie es ist. Das, was wir gewonnen haben, behalten wir. Ja. Aber dass die Akzeptanz von solchen Bedingungen als, für eine Friedensverhandlung, dass das für ein Land nicht tragbar ist, was gerade die wirtschaftlich wichtigste, also allgemein, das gerade Land verloren hat, wo einmarschiert wurde, dass das als Bedingung nicht tragbar ist, das ist ja wohl logisch. Oder nicht? Und ich muss eins sagen, ich habe letztens ist gut, vor 2 Monaten oder so habe ich einen Artikel gelesen in der Zeit, wo gesagt wurde, dass der Zelensky ein bisschen sozusagen high vom Nationalismus ist, dass er wirklich so total tief drinnen ist in seinem und dass er ein bisschen zu verrannt ist. Das ist ein Kritikpunkt, der wurde von vielen von seinen Beratern gebracht, den lasse ich akzeptieren. Aber solange die Bevölkerung in der Ukraine bereit ist, diese Opfer zu bringen für den Krieg, sehe ich jetzt nicht das Recht vom Westen, dass sich zumindest der Ukraine, weil die Ukraine möchte Teil sein von westlichen Handelsbeziehungen, weil das wirtschaftlich profitabler ist für sie als mit Russland,
warum soll jetzt der Westen, wenn die Ukraine, ukrainische Bevölkerung bereit ist, das noch weiterzumachen, sagen, nö, wollen wir nicht. Du hattest eine Bemerkung und eine Frage. Also deine Bemerkung war, es wäre für die Ukraine wirtschaftlich profitabler, mit dem Westen zu handeln. Das ist Quatsch. Also das kann man sich aus der Realität der letzten... Ja, das ist absoluter Quatsch. Also seit 2014 ist die ukrainische Wirtschaft ja im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften noch weiter abgerutscht, seitdem sie sich gegen den Westen orientiert hat. Da ist auch die Inflation mehrmals explodiert, die Notenbank hat die Zinsen viel zu hoch gesetzt, was die Investition noch weiter abgewürgt hat, die Abwanderung ist weitergegangen. Also es war eine absolute Katastrophe seit 2014. Darf ich was sagen? Und jetzt... Nur ein Satz. Sorry. Korrelation ist nicht Kausalität. Ja, du, lass die Zeit. Aber... Ich frage mich, ob das, okay, ich gehe nicht davon aus, dass das einzig und allein darauf zurückzuführen ist, dass sich die ukrainische Wirtschaft am Westen orientiert hat. Und ich glaube, das liegt einzig und allein. 2014 war einfach besser, deswegen hatte sich Janukowitsch ja dafür entschieden, aber jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage. Nein, aber das musst du mir dann noch belegen. Du kommst zu meiner eigentlichen Frage, aber dann möchte ich das ein bisschen belegt haben, dass der wirtschaftliche Abschwung der Ukraine seit 2017 bis zum Anfang des Krieges auf die wirtschaftliche Orientierung gegen Westen zu tun hat. Ich kann dir einen guten Artikel dazu verlinken, ja? Beziehungsweise eine Artikelreihe, die heißt... Schickst du es im Chat? Oder wie heißt es? Ich glaube, Russland, das ökonomische Desaster, was wir angerichtet haben, Russland und Osteuropa, das ökonomische Desaster, was wir angerichtet haben, wird vergessen von Heiner Flassbeck. Ja. Oder glaube, dass er so hieß. Geht er da auf die Schocktherapie ein, oder was? Ich schicke mir dir gleich nochmal. Naja, aber... Geht auf Schocktherapie ein, weil das, ja, natürlich ist das furchtbar. Ja, nicht nur die Schocktherapie, auch seit 2014. Da sind so die BIP-Grafiken der Ukraine und das hat sich in Relation zu dem BIP des Europas grad, ja. Ich muss mir das nicht sonderlich positiv entwickelt. Ja, klar. Achso, du hast den Artikel schon gefunden? Ich habe ihn schon gefunden, ja. Ich werde ihn mir jetzt nicht durchlesen, weil er ist lang, aber ich werde ihn mir das sind vier Artikel. Da musst du die BIP-Statistiken, die sind am wichtigsten. Und dann schau dir an, was seit 2014 passiert ist. Also das sieht nicht sonderlich gut aus, vor allem da die Ukraine... Wobei man sagen muss, BIP ist ja nicht der einzig relevante Faktor, aber ja, ich werde es mir anschauen. Also ja, das BIP, das ist noch sogar in der Ukraine sehr inegalitär verteilt. Also das heißt, du hast eine breite Schicht der Bevölkerung, der sehr, sehr schlecht geht. Naja, aber kommen wir jetzt zu deinem anderen. Die Bevölkerung der Ukraine will das. Woher weißt du das? Ich muss sagen, ich beziehe das eher aus Umfragen. Das Problem ist, dass keine Wahlen durchgeführt werden am Anfang von einem Krieg, wenn man angegriffen wird, ob man das will oder nicht. Umfragen haben natürlich immer ihre Biases. Ich muss dazu sagen, die Umfragen, die ich gesehen habe bis vor kurzem, sind eher positiv. Kann sein, dass sich's geändert hat. Es ist ein langer Krieg, da schwanken auch die Meinungen. Aber im Großen und Ganzen hätte ich schon vom Tenor her mitbekommen, dass die Ukraine oder die ukrainische Bevölkerung, ich möchte nicht abstrahieren, dass die Menschen, die in der Ukraine sind, keinen Bock darauf haben, erstens einmal diese Friedensbedingungen anzunehmen und zweitens einmal nicht aufgeben wollen. Die Frage ist ja, sind sie bereit, zu Hunderttausenden dafür zu sterben? Und die Ukraine, die verbietet ja Männern in unserem Alter die Ausreise aus der Ukraine. Man muss also dazu sagen, das ist autoritär, deswegen sind Staaten scheiße. Das ist jetzt aber kein, Alleinstellungsmerkmal von der Ukraine. Also in vielen anderen Ländern ist das genauso. Es ist kacke, in Russland aber das ist nicht, Russland hat auch ein anderes Militär als die Ukraine. Also in Russland hast du einfach viel mehr... Wir sagen, bevölkerungsstärkeres Land hat mehr Soldaten. Das ist leider so. Also in Russland kannst du dich der Einberufung... Das macht es nicht menschlich besser. Es ist eine Tragödie. Aber wenn die Menschen bereit sind, und das mache ich an den Umfragen fest, es gibt leider keinen besseren Seismografen derzeit dort, es gibt keine Wahlen oder so. Wenn die bereit sind zu kämpfen, bin ich der Ansicht, dass der Westen... zumindest um jetzt die Ausweitung von einem faschistischen Regime, wie das Putin halt ist, um das zu verhindern, allein schon muss er dort Waffen hinschicken. Unter der Voraussetzung, dass die Ukraine kämpfen will, was die ukrainische Bevölkerung will und was auch der Präsident will, aber es ist, ja, das ist so meine Position. Also in der Ukraine werden kritische Medien zensiert. Die meisten Oppositionsparteien wurden schon Anfang des Krieges verboten. Welche also Oppositionsparteien denn? Was für Positionen vertreten die? Nein, ich weiß schon, welche du meinst. Aber jetzt die rhetorische Frage natürlich. Was für Positionen vertreten die denn? Pro-russische. Natürlich, wenn die Ukraine von... die wollen Frieden. Ja, genau. Putin will ja auch Frieden mit diesem Friedensangebot. Natürlich, wenn ein Land angegriffen wird und du hast oppositionelle Medien,
die halt, weil derzeit haben, hat, auch vor dem Krieg schon, hatten sie, war Selenskyj sehr Russland kritisch und eher dem Westen zugeneigt. Natürlich, logischerweise, die Opposition ist dann pro-russisch. Wenn jetzt Russland angreift, ist es nur logisch, dass ein Staat dann diese Medien verbietet. Das ist, und jetzt, wie soll ich sagen, glaubst du, dass Ja, aber dann sind äußer Umfragen dich doch mal, äußer. hinfällig, wenn es keine Debatte gibt. Nein, nicht wirklich. Sie sind hinfälliger, als wie wir, als bei uns jetzt Umfragen sind, wo eine freiere Debatte stattfinden kann. Aber dennoch sind sie zumindest so weit aussagekräftig, dass ich anhand dessen, weil was soll ich denn anderes machen? Sind die besten Daten, die ich habe, die besten Daten, die ich, okay, die wir haben, sprechen dafür, dass die ukrainische Bevölkerung nicht Bock hat, aber dass sie diesen Krieg weiterführen möchte. Und jetzt soll ich Ihnen das, ich, jetzt soll der Westen Ihnen das nicht ermöglichen durch Waffenlieferungen? Ich tue mir schwer. Ich bin sehr Warum dafür. ermöglichen der Westen, also erstmal Deutschland sollte deutsche Interessen vertreten. Also und schlechte Beziehungen mit Russland sind nicht in unserem Interesse, Das in glaube ich unserem nicht. Nein, nein, Interesse. nein, Deutschland sollte nicht Deutschland, jetzt rein abstrakt, jetzt rein moralisch, reden wir jetzt gar nicht von Realpolitik. Deutschland und jedes Land sollte im Idealfall die Interessen von allen Menschen, die überall irgendwo auf der Welt leben, im Blick haben. Doch. Das ist In unserer völlig Idealwelt. Ja, sicher. nein. Nein, Und das ist außerdem, es ist nicht im deutschen Interesse, wenn jetzt die Ukraine von Russland eingenommen wird. Das ist nicht wird im sie deutschen nicht, das hatte Interesse. ich vorhin schon erklärt. Das Also hattest du, die es ist Ukraine wird lustig, als wenn ich was sage, du sagst etwas, wir haben eine andere Meinung und du sagst, du hättest es erklärt und Ja, was somit ist heißt eine es andere Fakt. Meinung? Du hast eine durch nichts belegbare Unterstellung. Ich berufe mich auf die offizielle Position der russischen Regierung. Und dass Russland zu einem Friedensschluss mit Kompromissen bereit ist, das hat es ja schon im Frühjahr 2022 gezeigt. Damals hat es der Ukraine ein Angebot Nochmal, gemacht, dass ein das Rückzug ist kein hinter die Frieden. Das Linie. ist kein Frieden. Das ist Hä? dann Also so, lass als mich doch hätten mal sie den Krieg ausreden. verloren. Ich Lass lasse mich dich doch mal gerne ausreden. ausreden. Im Frühjahr 2022, das russische Angebot sah vor, dass es sich hinter die Linien des 24. Februar zurückzieht. Also das sah das russische Friedensangebot damals vor und die Ukraine hat das abgelehnt. Was sah es denn noch vor? Das ist mir ehrlich gesagt neu. Also, dass Russland jemals ein Friedensangebot gemacht hat, wo sie gesagt haben, nö, das alles, was wir jetzt erobert haben, das nehmen wir wieder, das geben wir zurück. Also das ist mir wirklich neu. Wenn es dieses Angebot gegeben hätte und es so ist wie, und nicht noch andere Nachteile nach sich gezogen hätte, wie zum Beispiel, dass die Ukraine sich nicht schützen darf vor so einem Einmarsch, nämlich unter anderem durch einen NATO-Beitritt, oder dass sie sich nicht wirtschaftlich gen Westen wenden kann, wenn wirklich eine Friedenserklärung, also Frieden, wenn es eine Position als Verhandlungsbasis gegeben wurde, wo gesagt wird, jo, tut uns leid, wir geben es zurück und wir chillen nächstes Mal. Wenn sowas gekommen wäre und sie lehnen es ab, dann bin ich bei dir. Aber ich hege sehr große Skepsis, dass das wirklich so ist, wie du das jetzt darstellst. Also, Aber du das kannst mir wurde was schicken. bestätigt. Es gibt ja, es gibt mehrere Presseberichte, die diesen Vorgang der Ereignisse beschrieben haben, beispielsweise in Foreign Affairs. Das ist jetzt keine russische Propagandazeitschrift, Ich sondern es weiß, ist was eine Foreign Zeitschrift, die Affairs ist. vom Danke, brauchst Council on Foreign nicht. Relations rausgegeben wird, also im außenpolitischen Establishment der USA bestens vernetzt. Das wurde Wann vom wurde das? ukrainischen In welchem Issue? Chefunterhändler, vom israelischen Ministerpräsidenten, der bei der Verhandlung dabei war, alles bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Ja klar, ich möchte Neutralität sehen. der Ukraine plus Rückzug der russischen Truppen. Das war damals das Friedensangebot, was auf dem Tisch lag. Die Ukraine hat das auf Druck des Westens abgelehnt, weil Ja, der no, Westen no, eben Moment, weiter Moment, Moment, Führung des Krieges Neutralität wollte. der Ukraine. Ja, ich möchte nicht, dass die Ukraine neutral bleibt. Ich möchte nicht, dass die weiterhin, dass das nochmal passieren kann. Und dass dann die einzige Waffe, die wir haben, dagegen ist, nochmal Sanktionen zu machen. Ich möchte, dass die Ukraine sicher ist. Und sie ist nicht sicher, wenn sie nicht Teil der NATO ist. Das hat Finnland auch erkannt zum Beispiel und haben angesucht für eine NATO-Mitgliedschaft. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Ukraine selbst entscheiden kann, wo sie hingehören möchte. Und das kann sie nicht, wenn dieses Abkommen unterzeichnet wird. Ich verstehe das, dass das die Ukraine abgelehnt hat. Wenn das die Bedingung ist, dann verstehe ich das. Es ist, wie gesagt, keiner hier ist für Krieg, um Gottes Willen. Aber die Idee, dass Ja, durch anscheinend dieses, schon. na die Idee, ja genau, aber die Idee, dass dadurch die Ukraine sicher ist, wenn ihr die Freiheit abgesprochen wird, sich selbst, Staat eigenständig zu entscheiden, mit wem sie paktiert und mit wem nicht, das ist ja, weiß ich nicht, das ist im Moonland vielleicht. Aber gerade die Souveränität eines Staates und die Sicherheit eines Staates geht ja genau davon aus, dass er eigenständig handeln kann. Ja, und das ist eine schwachsinnige Vorstellung. Also kleine Staaten sind sowieso nicht so vollkommen souverän, sie sind eingebettet in einen Großraum Aber und sollten wir es nicht versuchen, so zu machen?
Ja, aber man kann doch nicht seine komischen Utopien als die Realität annehmen. Also wie gesagt, in der Ukraine führt das jetzt zu einem jahrelang unnötigen Krieg, den man jetzt sofort durch Verhandlungen beenden könnte und den man schon 2022 hätte beenden können. Und aktuell verschlechtert sich die ukrainische Position ja mit jedem Monat. Also die Ukraine hat schlicht und ergreifend eine viel kleinere Bevölkerung, die sie an der Front verheizen kann als Russland. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht up-to-date vollkommen bei dem. Ich würde mir das gerne anschauen, aber diese Foreign Affairs, was du genannt hast, oder wo hast du gesagt, welcher Pressesprecher, der Pressesprecher der ukrainischen Regierung hat gesagt, dass diese Vorlage auf dem Tisch lag. Kannst du mir das schicken? Weil das klingt für mich too good to be true, ehrlich gesagt. Jo, also er hat den damaligen Verlauf der Verhandlungen bestätigt. Also dass dieses Angebot auf dem Tisch lag, das ist schon seit längerem bekannt. Okay. Wie gesagt, ich würde es gerne sehen. Ich würde es nur gern sehen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was ich da jetzt genau googeln soll. Deswegen, ich würde es gern sehen. Ja, ich suche raus, ob ich den Interview-Ausschnitt hier immer noch habe. Das ist jetzt ein sehr kurzer Ausschnitt, den ich dir gleich schicken werde. Du musst dann gucken, ob das... müssen wir dann gleich gucken, ob das der richtige ist. Ah, ich glaube, das war der. Mhm. Luigi, servus. Jeder, wie er möchte, finde ich gut. Darf dann Kuba auch chinesische Waffensysteme horten? Ich verstehe deine Frage nicht. Wie soll ich sagen? Staatliche Souveränität? Ja. Aber die Staaten können Souveränität auch abgeben. Aber sie müssen selber darüber entscheiden dürfen, ob sie das machen oder nicht. Und wenn die ukrainische Regierung sagt, wir wollen die Freiheit haben, uns mit dem Westen zu assoziieren und mit denen zu handeln und mit denen und sozusagen von denen geschützt zu werden durch den Beitritt zur NATO, dann ist das ja auch deren Recht. So. Luigi will auf die Kuba-Krise hinaus. Ja. Ja, bei der Kuba-Krise, die ist ein sehr gutes Beispiel, nein, das dafür, dass ganz Staaten anderes. Eben nicht komplett souverän sind. Nee, ist es nicht. Da wollte Kuba, um sich vor den USA zu schützen, im sowjetischen Militärbündnis beitreten, sowjetischen Atomwaffen bei sich. Moment, die Idee, die Idee. Bis die Sowjetunion sich zurückgezogen hat. Ja, aber nein, die Idee, dass Kuba sicherer geworden ist wegen der Atomraketen, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war ein genauso großes Risiko. Ich weiß jetzt nicht, ob man dort die Atomraketen hätte hinschicken können. Man muss allgemein sagen, die Welt, also die... Entschuldigung, ich muss dann gleich abheben. Davon auszugehen, dass Kuba sicherer geworden ist, weil sie dort die Atomraketen gehabt haben, die ganze Welt und auch Kuba ist damit unsicherer geworden. Also das funktioniert ja so nicht. Das wäre in der Ukraine genauso. Darf ich? Ich bin unfassbar unhöflich. Ich muss das kurz nehmen, weil es scheint wichtig zu sein. So, jetzt bin ich hier alleine. Ich kann ja so lange auf den Chat eingehen. Da schreibt einer, ich wäre leichtgläubig gegenüber der russischen Regierung. Nein, das bin ich nicht. Also, das ist absolut ja, dass der zum Westen... Kotzen. War absolut okay. Unwichtig, sorry. Ach, mein Gott. Wir waren gerade bei der Kuba-Krise. Ja, wir waren bei der Kuba-Krise. Du hast gerade gesagt, dass Kuba durch diese Atomraketen unsicherer geworden sei. Und wieso sollte das in der Ukraine nicht so sein, wenn der Westen da seine Atomraketen hinstellt? Es kann ja unsicherer werden, aber sie sollen sich selber dazu entscheiden. Kuba hat sich selber dazu entschieden, deswegen war es okay. Wie soll ich jetzt sagen? Aus einer globalen Perspektive war es schlecht. Aber ich verstehe die Position Kubas, dass sie sagen, wenn sie Schweinebucht-Invasion gehabt haben, dass sie dann diese Raketen da bei sich haben wollen. Trotzdem finde ich finde es abstrakt schlecht, also aus der universalistischen Perspektive finde ich schlecht, dass es stattgefunden hat, aber ich finde es gut, prinzipiell auch wiederum, dass Staaten entscheiden können, wie sie sich verteidigen wollen. So, verstehst du, was ich meine? Und du willst, dass Staaten jedem Bündnis beitreten können, den sie beitreten wollen? Ja. Das ist eine völlig absurde Vorstellung, wenn man sich die Realität ansieht. Wieso? Sie sollen die Politik in der Realität nicht. Sie sollen die Möglichkeit haben. Oder sie sollen selber darüber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Ja, aber sie entscheiden das doch nicht selber. Also wenn natürlich ist das alles eingebettet. Und in diesem Großraum kommen Regierungen an der Macht, die dieser Hegemon nicht will.
Ja, dann sorgt er eben durch wirtschaftlichen Druck, durch Putschversuche, erstmal durch niederschwellige Arten der Beeinflussung, die politischen Entwicklungen in diesem fraglichen Land in seine Richtung zu bewegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es halt noch die offene militärische Intervention. Das hat die Sowjetunion bei den Warschauer Paktstaaten ja beispielsweise auch gemacht. In Ungarn 1956 oder klar. In der Tschechoslowakei 1968. Ja, in den USA haben das in ihrem Großraum auch des Häufigeren gemacht. Also denk an die ganzen Putsche in Lateinamerika, die USA unterstützt haben. Also das ist doch ein völlig normales Verhalten von Großmächten. Da jetzt so zu tun, als könnte jeder Staat frei entscheiden, das hat doch nichts mit der Realität zu tun. Das tue ich nicht. Und wir müssen, wie soll ich sagen, in der Diskussion müssen wir auch darauf natürlich achten, dass diese Idealvorstellung trotzdem nicht so stattfindet. Nur trotzdem, wenn die ukrainische Bevölkerung sagt, ja, okay, wir sind bereit, diesen Krieg weiterzuführen, und wenn die Regierung dieses Friedensabkommen ablehnt, dann ist es nicht meine Position, ihnen reinzureden, sondern ihnen in ihrer moralisch gerechtfertigten Abwehr dieses Krieges beizustehen, sag ich mal. Findest du nicht, dass sie sich verteidigen sollen? Wenn die Mehrheit der Bevölkerung einen Krieg gut findet, dann sollte man ihn weiterführen. Nein, man sollte das Selbstverteidigungsrecht dieser Nation wahrnehmen. Und wenn das eben nur möglich ist, indem man jetzt als Westen denen Waffen liefert, ja. Wenn sie es wollen. Ich würde jetzt nicht, also natürlich nicht, jetzt wenn die Regierung sagt, nee, wir verhandeln über Frieden, und dann der Westen, nee, wir schicken euch aber trotzdem Waffen und ihr führt das schön weiter, das ist nicht gut. Aber das ist ja auch so nicht passiert. Ja, aber die Verhandlungsposition der Ukraine verschlechtert sich ja. Also es ist ja nicht so, dass Die Ukraine selber entscheiden. Ja, aber das tut so sie nicht. Der Westen mir. Will, dass dieser Krieg weitergeführt wird. Diese Entscheidung, die wird nicht in Kiew, die wird in erster Linie in Washington entschieden. Ist das so? Ist die Ukraine nur ein Spielball und kann nicht selber entscheiden? Ja, selbstverständlich. Die gesamte Ukraine befindet sich in der Hand des westlichen Kapitals. Die ukrainischen Politiker und Oligarchen, die da an der Macht sind, die haben riesige Vermögen in Briefkastenfirmen. Also Zelensky war ja auch bei den Pandora Papers dabei. Also die können sich, wenn ihr Land heruntergewirtschaftet ist, im Westen, in ihren ganzen Villen, in ihren ganzen Besitzungen, die sie da haben, ein schönes Leben machen. Jetzt habe ich also aber folgende Frage. Die vertritt doch nicht die Interessen des Volkes da. Ja, jetzt habe ich folgende Frage. Es gab ja lange Zeit die Debatte über die F-18-Kampfjets aus den USA, ob die jetzt kommen, ob die geliefert werden. Wieso hat es da so lange, Zelensky hat gesagt, schickt mir die F-18, warum, was ist los mit euch? Schickt es her, ihr Arschlöcher, wir müssen den jetzt in den Allerwertesten treten und so. Warum hat das so lange gedauert? Wenn der Westen wollte, dass die Ukraine diesen Krieg führt und diesen Krieg gewinnt, wieso haben sie das so lange gewartet und erst so langsam die Qualität der Waffen, die sie schicken, gesteigert? Also, wenn das so wäre, wie du sagst, dann hätten sie doch gleich gesagt, nö, wir schicken euch das, was das unter Atomwaffen, das schicken wir euch. Also das Beste, was wir haben, ohne Atomwaffen. Hätten sie ja gemacht. Weil der Westen erstens weiß, dass man Russland keine Niederlage zufügen kann, und also keine richtige Niederlage, weil Russland im Zweifel immer mehr Rekruten rekrutieren könnte als die Ukraine. Und zweitens, und die Rekruten laufen dann in die Guided Missiles, ja genau. Ja, die westliche Strategie eben gar nicht ist, diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden, sondern ihn so lange wie möglich in die Länge zu ziehen. Das ist die westliche Strategie, damit Russland eben seine aktuelle Militärproduktion verbraucht, damit Russland möglichst viele Soldaten verliert, damit dieser Krieg möglichst lange braucht. Das ist die aktuelle westliche Strategie. Das heißt, das Ziel, dass man Russland zurückschlägt. Es geht ja darum, allgemein, auch jetzt gegenüber China. China ist ja auch, zeigt ja immer wieder Aggression gegenüber Taiwan. Ist es nicht allgemein, dass Taiwan ist ein Teil von China, völkerrechtlich gesehen. Genau. Ist ein Teil von China. Ja. Taiwan ist, genau. Deswegen haben de facto alle Staaten dort eine de facto, Embassy, haben dort eine de facto Botschaft, nur dass sie es halt nicht Botschaft nennen. Deswegen wird es von fast allen Staaten so behandelt, wie als wäre es ein eigenes Land. Nein, wird es nicht. Fast kein Land der Welt erkennt Taiwan an. Das ist vielleicht eine Gruppe von Inselstaaten, die Taiwan anerkennen. Für alle, die es nicht wissen, es ist so in der Realität, in der tatsächlichen Realität. Weil der Westen abhängig von China ist und von billigem Arbeitspotenzial dort, sagen sie, ja, China. Taiwan ist ein Teil von China und kein eigenständiges Land, genau. Genau. Aber in allen anderen Dingen, außer dass sie es so nennen, behandeln sie es wie ein Land. So, das ist leider, also wie soll ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die österreichische oder deutsche Botschaft
Es ist keine Botschaft vom Namen her, aber erfüllt denselben Zweck. Dort heißt, aber de facto alles andere, wie man jetzt ein Land behandeln würde, unabhängig jetzt von irgendeinem, wie man jetzt nicht ein Bundesland behandelt würde, wie soll ich sagen, Taiwan wird nicht wie ein Bundesland von China behandelt, sondern wird wie ein eigener Staat behandelt, in der Praxis. Sieht man ja auch, wie Pelosi dorthin fliegt. Und ja, aber es ist nicht anerkannt. Ich glaube, wir bewegen uns hier im Kreis. Die Debatte haben schon andere geführt und es ist genauso gelaufen. Der eine sagt, ja, aber es wird behandelt wie ein Land und aus dem ganz einfachen Grund, dass der Westen nicht seine Handelsbeziehung zu China aufgeben will, tun sie so, als wäre es kein eigenes Land und sagen so, ja, ja, ist ein Teil von China, auf dem Papier. In der Realität behandelt sie es ganz anders. Wir können uns da jetzt ewig im Kreis drehen. Ich empfehle da die Debatte zwischen Dylan Burns und Jackson Hinkle. Die haben das für 2 Stunden im Kreis gedreht. Schlauer wird man nicht, als wenn man das schaut. Davon würde ich voll weggehen. Warum sollen wir China mit der Taiwan-Frage jetzt provozieren? Also, nein. Es geht darum, zu zeigen, dass auch wenn ein Land militärisch übermächtig ist, was Russland vor den Unterstützungen aus dem Westen gegenüber der Ukraine war, dass selbst wenn das so ist, dass das für das Land wirtschaftlich und militärisch so schädlich ist, einen Angriffskrieg zu führen, dass China gar nicht auf die Idee kommt, das mit Taiwan zu probieren. Wenn jetzt Russland Erfolg hat und sieht, der Westen, der hat da jetzt eigentlich nicht wirklich gut dagegen halten können, ist Taiwan das Nächste. Ganz easy. Das sieht man ganz klar an der Strategie mit den Grenzüberschreitungen. Also ich weiß nicht, dass jeden Tag irgendwie 20 Mal oder so wird der Luftraum über Taiwan unangemeldet von chinesischen Kampfjets während Übungen überflogen. All das sind klare Zeichen der Aggression. Schlechteste in der Situation wäre jetzt, wenn Russland Erfolg hätte mit dieser Strategie. Als die Ukraine versucht hat, die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk zurückzuerobern, war das auch ein Zeichen der Aggression? Moment, zurückzuerobern? Ja. Du meinst, also, Unabhängigkeit erklärt haben. Also du kannst doch nicht sagen, das Völkerrecht in der Ukraine ist ganz, ganz wichtig. Die Ukraine kann alles zurückerobern, was ihr völkerrechtlich gehört. So funktioniert das völkerrechtlich nicht. Nein, es können nicht einzelne Staaten innerhalb eines Staatsgebiets sagen, dass sie nicht Teil von diesem Staat sind. So funktioniert das nicht. Also was wird denn in Taiwan argumentiert? Hä? Ja, das ist ja was ganz anderes. Das ist eine kleine Insel. Das ist außerhalb vom Mainland. Das ist eine ganz andere Position. Ja, das ist, Taiwan. Schau her, wenn jetzt die ganze Krim sagen würde, also wirklich die ganze Krim, wir sind jetzt komplett eigenständig. Ist das was anderes, als wenn einzelne Städte sagen, sie sind eigenständig? Du wirst jetzt sagen, es hat die Krim gemacht, hat sie nicht. Das waren ganz normale Oblasten in der Ukraine. Das waren Oblasten, die gesagt haben, wir sind eigenständig. Nein, was nochmal, und was ändert das jetzt daran? Also Taiwan wird von... Ist dein Argument, dass nein, abspalten darf, aber nein, Entschuldigung, ich verstehe gerade, dass ich vollkommen, dass ich gegen das Falsche argumentiert habe. Ein Staat ist das, was von allen Staaten anerkannt wird. Ob das jetzt öffentlich so ist, jetzt über öffentliche Anerkennung, von wegen, das ist ein Staat und das ist kein Staat, oder Praxis, kann man diskutieren. Ich würde sagen, es hängt vor allem von der Praxis ab, weil zum Beispiel jetzt Vatikanstadt wäre jetzt auch nicht so behandelt, wie wäre das jetzt so ein Land wie, weiß ich nicht, Japan oder so ein ganz eigenes Staat. Obwohl alle sagen, ja, ist ein eigener Staat. Genauso ist es mit Taiwan, nur umgekehrt. Wir sagen, der Westen sagt, damit wir unsere Handelsbeziehungen zu China aufrechterhalten, dass das kein Land ist, aber de facto behandeln wir es so wie eines. Das ist ganz anders, nicht nur der Westen, das machen fast alle Länder weltweit, behandeln es wie ein de facto eigenständiges Land. Anders ist es mit Donetsk und Luhansk. Da ist es eben genau umgekehrt. Da sagen die, dass sie eigenständig sind, nur keiner akzeptiert es von der UN und keiner sagt und keiner behandelt es so. Also nicht nur, dass sie offiziell nicht sagen, dass sie eigenständig sind, sondern sie behandeln es auch nicht so. Sie hatten jetzt nicht irgendwie Bemühungen gehabt, dass sie dort Botschafter hinsenden oder so. Ja, aber Taiwan wird doch auch von niemandem anerkannt, außer von ein paar kleinen Inselstaaten. Nein. Also da hast du die gleich. Nochmal. In der Praxis wird es anerkannt. Es wird behandelt. Okay, du machst da jetzt so eine ganz seltsame Rechnung auf. Also auf die Ebene brauchen wir es erst gar nicht führen. Also wenn die Länder es nicht als Staat anerkennen, dann erkennen sie offensichtlich an, dass das ein Teil Chinas ist. Und das ist seit dem nächsten Besuch in wir drehen der uns im Kreis. US-Regierung in China so. Also doch, das ist die westliche du Haltung, sagst, dass Taiwan du Teil sagst, von China ist. Du sagst das gerade, ist die Haltung aller westlichen Regierungen. Ich habe dir das gerade erklärt und du sagst, Computer sagt nein. Da, so drehen wir uns gerade im Kreis. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das erklären soll. Aus geopolitischen Gründen
Sagen, nein, aus wirtschaftlichen, geopolitischen Gründen. Sagen die westlichen Staaten, vor allem voran die USA, ja, ja, Taiwan ist kein eigenes Land. Andererseits behandeln sie es in allen anderen Bereichen so wie ein eigenständiges Land. Das heißt, das, was ich gesagt habe, ist akkurat. Ja, ja, bitte, wir sagen, es ist ein Teil von China, bitte China handelt's mit uns, aber in Wahrheit, mit Augenzwinkern, wir wissen, dass, wie wir es behandeln und wie es von der öffentlichen, also von der öffentlichen, von der UNO gesehen werden sollte. Wie gesagt, der einzige Unterschied zwischen diesem US American Foreign Institute oder so, wie das heißt in Taiwan, und einer Botschaft ist, dass es nicht Botschaft heißt. Es ist, ich weiß nicht, ich habe diese Debatte schon so oft gehört und sie dreht sich immer im Kreis, sie wird nicht spannender. Was heißt, sie wird nicht spannend? Also wenn der Westen jetzt versucht, Taiwan wirklich als unabhängigen Staat anzuerkennen, also ist dieser de facto Unabhängigkeit eine de jure Unabhängigkeit zu machen, also dann bedeutet das Krieg. Also kein so, also die wenigsten souveränen Staaten akzeptieren das, dass man Teile aus ihrem Staatsgebiet rausreißen will. Das war in der Ukraine so, aber das ist natürlich auch bei China es ist so. Ja nicht, also, es ist ja nicht, dass es rausgerissen wird. Die haben seit, sie haben seit langer Zeit dort eine eigenständige Verwaltung, die unabhängig von China agiert. Weil sich die Menschen dort durchgesetzt haben, die den Bürgerkrieg verloren hatten. Ja genau, weil die dort gesagt haben, nö, und jetzt hat das scheinbar eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung. Ja, so funktioniert das. Ja, und China war bisher nie gewillt, das militärisch zu lösen. Aber wenn der Westen da jetzt provoziert und versucht... Der Westen provoziert dort? Ist das so? Ja, selbstverständlich. Habe ich also, denn nicht gerade von den... Waffenlieferungen an Taiwan ankündigt oder da dauernd hohe Diplomaten vorbeischickt. Natürlich sind das Provokationen. Wie würdest du das denn sonst interpretieren? Also, ist das, was China macht? China ist viel aggressiver. Okay, also, Moment. Militärübung abhält, ist eine Provokation ist eben, für dich. Darüber streiten wir gerade eben. Du machst gerade begging the question. Du greifst vor. Ob es Teil vom Staat ist, darüber diskutieren wir. Was China macht, ist an der Grenze, es gibt keine wirkliche Grenze, aber so im Bereich um Taiwan bauen die ihre ganze Marine auf. So, jetzt habe ich wieder die Worte. Was der Westen sagt ist, ey Leute, macht es nicht, bitte? Wir helfen im Zweifel. Weil wir finden das nicht in Ordnung, dass ihr da jetzt mit Waffengewalt droht, als China, dass China jetzt da mit Waffen droht, nach Taiwan einzumarschieren. Das ist alles. Das heißt, was China macht, bringt sich militärisch in Stellung. Der Westen sagt, bitte nicht, im Zweifel helfen wir Taiwan. Wer provoziert da mehr? Derjenige, der droht, diese Insel anzugreifen, oder derjenige, der sagt, wenn sich diese Insel angreift, dann helfen wir denen, dass sie sich verteidigen können. Wer ist da der Aggressor? Also... Nach der Logik Russland in der Ukraine ja auch nur ein Verteidiger der ostukrainischen Gebiete, die von der Ukraine angegriffen wurden. Wenn du jetzt der Ansicht bist, dass Donetsk und Luhansk Teil waren von... Nach deiner Argumentation wäre das so konsistent angewendet. Nein, nochmal, weil es eben darum geht, dass es von der weltweiten Staatengemeinschaft anerkannt werden muss. Das ist das für mich das relevante Kriterium. Ja, und das ist Taiwan nicht. Du sagst, Taiwan ist es in der Praxis. Mein Gott. Ja, wie gesagt, das hat historische Ursachen, aber die Mehrheit der Länder ist halt der Meinung, dass Taiwan kein eigener Staat ist. Sie sind nicht der Meinung. Sie sagen es nur nicht, weil sie mit China handeln wollen. Du verstehst es nicht. Ja, genau. Wir drehen uns im Kreis. Weil man sich auf eine Ein-China-Politik international geeinigt hat. Und der Westen versucht diesen Konsens, also jetzt noch nicht offen, aber man versucht diesen Konsens immer mehr zu torpedieren. Und Jetzt verstehe ich es nicht. Also der Westen sagt, ein China. Aber jetzt möchte der Westen auch, dass zwei China international akzeptiert wird. Also was will der Westen jetzt? Will er jetzt ein China oder will er zwei China? Der Westen provoziert China, beispielsweise indem er hohe Diplomaten in Taiwan vorbeischickt und der Das macht er aber schon lange Zeit. Das macht er schon lange. Nein, das macht er schon lange. Also mindestens seit den 2000ern werden regelmäßig Diplomaten dorthin geschickt. Und ständig... Ja, was ja auch schon Provokation sein und ständig irgendwelche Militärübungen im südchinesischen Meer durchführt. Ich meine, was hat der Westen im südchinesischen Meer zu tun? Nein, weißt du, was ich problematisch finde? Wenn, wie du mit Aggression umgehst, das, oder Provokation. Ist es keine Provokation, also es ist für dich eine glasklare Provokation, wenn Staaten sich dazu entscheiden, Diplomaten loszuschicken in einen Teil von einem Land, was du jetzt China sagst. Das ist eine Provokation. Ist aber keine Provokation oder keine Aggression, wenn jetzt sich China in Stellung bringt mit ihrer Marine um Taiwan herum. Das ist keine Aggression für dich. Militärmanöver, Waffenlieferungen, sind das keine Provokationen? Wo sind denn Militär...
Manöver. Im südchinesischen Meer andauernd. Ja, nachdem die dort ihre Marine aufgebaut haben. Nochmal, das ist jetzt eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich weiß, ich kann das auch nicht hören. Nein, ich kann das nicht hören, weil das so oft verwendet wird. Aber in diesem Fall halt tatsächlich. China, seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine, bauen sie dort ihr Militär auf. Und jetzt mit gewisser Verzögerung bringt sich dort die USA auch in Stellung, um zu signalisieren, hehe, bitte macht's das nicht. Natürlich ist da auch eine implizite Drohung dabei. Aber die Drohung ist nicht, wir greifen China an, sondern die Drohung ist, wenn China Taiwan angreift, dann helfen wir Taiwan. Das ist was ganz was anderes. Das ist eigentlich eine Täter-Opfer-Umkehr, wie sie im Buche steht. Weil es gibt sogar eine zeitliche Abfolge. Also diese Kategorie Täter-Opfer in der internationalen Politik, die ist völliger Schwachsinn. Aber jetzt habe ich die USA liefert einfach sogar noch was Waffen. Fragen, ja? Du kannst doch nicht sagen, wir liefern da jetzt Waffen hin und dann sind wir das Opfer, wenn wir Waffen an den Teil eines anderen Landes liefern, der sich gerne unabhängig machen will. Also das ist doch, hä? Jetzt habe ich aber folgende Frage. Wenn China seine Marine um diese Insel in Stellung bringt, wieso behandelt sie das dann auch nicht irgendwie wie ein anderes Gebiet? Wie nicht? Weil China wird ja nicht China selber angreifen, einfach so zweifellos. Sie muss ja, China erkennt ja scheinbar, dass das nicht so ganz wahrgenommen wird als Teil von China und das müsste es das zurückerobern, damit es wieder Teil des Staates wird. Ja, und bisher hat China da immer drauf friedliche Verhandlungen gesetzt. Aber wenn der Westen jetzt weiter provoziert, dann könnte es halt sein, dass China die Wiedervereinigung gewaltvoll verziehen will. Schau, wir drehen uns da jetzt im Kreis. Du sagst immer, dass der Westen provoziert, indem er auf Chinas Aufmagazinierung um Taiwan herum reagiert. Wir drehen uns im Kreis, lass uns weggehen vom Thema. Ich weiß nicht, wie oft ich dasselbe sagen kann. Du wirst scheinbar nicht müde, immer wieder dasselbe zu wiederholen. Ich wiederum schon. Also gehen wir weg vom Thema. Wollten wir über Wirtschaftspolitik reden, da sind wir uns ja einig. Dass wir ein bisschen einen Themenwechsel machen. Weil ich finde wir haben dazu jetzt schon alles gesagt. Ich meine, ich werde dich jetzt nicht überzeugen, dass China nicht irgendwie based ist oder so und dass der Westen schuld ist an allem. Ich habe nie gesagt, dass China based ist und ich habe auch nie gesagt, dass der Westen schuld an allem ist. Und ich stelle mir nichts, was ich nie gesagt habe. Ich habe einfach nur die Situation vernünftig analysiert. Und wenn man halt eine separatistische Bewegung innerhalb eines anderen Staates unterstützt, die ein gewisses Gebiet kontrolliert, dann provoziert man diesen Staat selbstverständlich. Also es war ja auch eine Provokation von Russland, dass es die ostukrainischen Separatisten unterstützt hat. Also das würde ich ja auch nie sagen. Ich würde das nicht einmal Provokation nennen, ich würde sagen, das war Kriegsführung. Ja, ich würde ja auch nie sagen, Russland hat doch die Ostukraine verteidigt. Und genau so argumentierst du gerade in Bezug auf Taiwan. Russland führt Krieg. Der Westen führt nicht Krieg. Der Westen führt nicht Krieg in Taiwan, wenn er sagt, er würde sie im Zweifel unterstützen. Das hat eine ganz andere Qualität. Waffen und China verhält sich wesentlich friedlicher als die ukrainische Regierung 2014. Das kann man schon sagen. Natürlich verhält sich China friedlicher als die Ukraine 2014. Weil 2014 wurde die Ukraine auf der Krim angegriffen. Die Krim wurde annektiert. Natürlich verhält sich da die Ukraine weniger friedlich als fucking China, wenn China nicht angegriffen wird. Was? Das hast du gerade gesagt. Separatisten auf dem chinesischen Staatsgebiet und die chinesische Regierung hat ihr gesamtes Staatsgebiet unter Kontrolle. Ich finde, schau her. Da treffen ausländische Mächte dadurch, dass sie diese Separatisten mit Waffen beliefern. Da treffen jetzt zwei Argumentationen aufeinander. Taiwan sieht das anders. China sieht so. Ich finde es problematisch, dass du dich hier für China entscheidest. Prinzipiell einfach schon. Ich entscheide mich fürs Völkerrecht. Ach so, für das Völkerrecht. Das ist ja nicht so, als würde über das Völkerrecht debattiert. Ach so, bei der Krim, da gab es diese Debatte noch nicht. Da waren auf der einen Seite Idioten und auf der anderen Seite deine Seite, ja. Nein, der Unterschied ist, dass die Annexion von der Krim schon passiert ist. Im Nachhinein, wenn jetzt China Taiwan wirklich angreifen würde und wie das dann ausgeht, das wird dann in der Retrospektive natürlich anders behandelt. Da denke ich, kann man dann schon stärkere Schlüsse ziehen, als man es jetzt ziehen kann. Weil da ja viele Eventualitäten noch hineinspielen, wie sich das zeitlich abfolgt, welche Waffen wann oder wie es zur Eskalation kommt. Das alles spielt da ja eine Rolle. Im Nachhinein kann man sagen zur Krim, dass es eine völkerrechtswidrige Annexion war, weil jetzt die notwendigen Fakten schon da liegen. Das heißt, in der Retrospektive kann man natürlich sich auch als Völkerrechtler deutlich einfacher zu Situationen äußern, weil man die notwendigen Tatbestände halt kennt. Das ist der Unterschied.
Und deswegen traue ich mir diese Zuspitzung zu, die du gerade vorhin zwischen Idioten und Völker und Rechtsexperten oder was auch immer ich gesagt habe. Das traue ich mir zu, weil das, dieser Prozess de facto abgeschlossen ist. In Taiwan hängt das halt alles viel mehr in der Luft. Und deswegen sozusagen, als wäre das abgeschlossen und du beziehst dich auf das Völkerrecht, indem du halt den einen Völkerrechtlern zuhörst, die in der starken Opposition von vielen anderen sind, da findet halt noch wirklich eine tiefere Debatte statt als zur Krim jetzt. Ach ja, da bei den Punkten, wo der, ja, bei westlichen Völkerrechtlern wahrscheinlich. Natürlich hat er eben auch eine territoriale Verbundenheit, ist da natürlich auch ein Faktor. Aber wollen wir jetzt auch deswegen allein alles Völkerrecht wegwischen, weil wir sagen, na, nein, das eben ist nicht ja wegwischen, wir sollten uns versuchen dran zu halten. Und Taiwan gehört völkerrechtlich zu China, genauso wie die Krim völkerrechtlich zur Ukraine gehört und die ostukrainischen Gebiete. Und natürlich braucht man auch immer, muss man versuchen, in der Realität Konflikte friedlich zu lösen. Das heißt, wir sollten natürlich alles dafür tun, damit China nicht in Taiwan einmarschiert und uns für eine friedliche Lösung einsetzen. Genauso sollten wir alles dafür tun, dass der Ukraine-Krieg endlich friedlich endet. Und wir sollten nicht auf Gewalt setzen. Und du argumentierst in beiden Konflikten für eine kriegerische Lösung. Dafür, ja, genau, die kriegerische Lösung, die nicht kriegerische Lösung wäre jetzt zum Beispiel Taiwan zu sagen, ja, wenn China interveniert, Euphemismus, wenn China euch angreift, sorry, ergebt es euch halt. Das ist die nicht kriegerische Lösung? Ja, absolut. Ja, absolut. Okay, das heißt, du bist einfach gegen die Selbstbestimmtheit von territorialen Gegebenheiten. Nein, bin ich nicht. Ich bin dafür, dass sich ans Völkerrecht gehalten wird. Nochmal, das haben wir auch schon gesagt. Völkerrecht ist, was heißt diskutiert ist. Und gerade zu Taiwan gibt es sehr viele divergierende Meinungen. Da kannst du dich nicht auf das Völkerrecht beziehen. Da bin ich noch deutlich legitimer, indem ich mich auf das Völkerrecht beziehe bei der Krim. Ja, aber du merkst doch die Inkonsistenz bei dir. Die russischsprachigen Minderheiten in der Ostukraine, die haben kein Recht auf Selbstbestimmung, aber die Taiwan hat plötzlich dieses Recht auf Selbstbestimmung. Du merkst doch, dass sich das widerspricht. Aber ich glaube, das Argument hatte ich schon dreimal gebracht. Das ist meine Line, die darf nur ich verwenden. Aber ja, nein, du hast recht. Ich möchte nur nochmal auf das darauf eingehen. Das Wichtige ist die de facto Anerkennung von der Staatengemeinschaft, die es einfach nicht aufs Papier schreiben möchte, aber in allen anderen Belangen Taiwan wie einen eigenen Staat behandelt. Aber ja gut, lassen wir das. Wollen wir über Sarah Wagenknecht reden und wieso du so ein Fan von ihr bist? Ich bin kein Fan von ihr. Hast du das nicht gesagt? Also nicht, dass ich mich kann sein, dass ich es irgendwo, keine Ahnung. Bin ich unter dem falschen, okay, du hast dich, ich formuliere es noch ganz einfach und vielleicht sagst du, das stimmt. Du positionierst dich immer wieder positiv zu Wagenknecht und sagst sowas wie die Wagenknecht, die braucht's. Ja. Alles klar. Sie aus welchem Beweggrund? Sie ist eine Kristallisationsfigur für eine Politik, die es in Deutschland endlich braucht. Also eine friedensfördernde Außenpolitik. Also du findest sie doch gut. Sag doch, du findest Wagenknecht gut. Ja, aber ich habe nie gesagt, dass ich ein Fan von ihr bin und so, alles blind gut finde, was sie macht. Also egal. Ein Fan also, findet auch nicht immer alles. Wenn sie jetzt ihre Positionen ändern würde, dann würde ich sie nicht mehr gut finden. Ich finde das gut, was sie politisch vertritt. Ich finde es gut, dass sie so eine Kristallisationsfigur ist, auf die Medien so eine Politik jetzt drauf projizieren. Ist nun mal so, Politik ist leider personalisiert. Aber wenn sie ihre Position ändern würde, dann wäre ich da sofort weg. Also ich bin jetzt kein Fan von der Person, sondern von den politischen Inhalten, die sie vertritt. Also wenn du es so formulieren willst. Okay. Wollen wir es durchgehen? Also ich habe ein großes Problem mit ihrer Migrationskritik. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wahrscheinlich nicht. Du hast nicht gewusst, dass ich einen Stream habe. Da hat Erwin, hat ja Politopia, für alle, die es nicht wissen, der hat ja sich positiv dazu geäußert, dass Wagenknecht als Linke so eine migrationskritische Haltung hat, weil das von der Kapitalseite verwendet wird, um Lohndrücke zu wirken. Und ich finde das schon mal grundsätzlich problematisch, so Nationalismen aufzumachen. Also zu unterscheiden zwischen arbeitsbedingter Migration innerhalb eines Landes. Also ich nehme mal an, also Moment, bevor ich dir irgendwas vorwerfe. Findest du, dass ihre Migrationskritik gut ist, berechtigt ist? Wie stehst du dazu? Ihre Migrationskritik, die ist gut und richtig, ja. Okay. Ich fasse sie mal zusammen und du sagst mir, ob ich es richtig wiedergegeben habe. Sie geht davon aus, dass ausländische Arbeiter vom Kapital in Deutschland und Österreich genutzt werden können, um die Löhne zu drücken. Und somit ist es schädlich für die arbeitende Bevölkerung in Deutschland sowie Österreich, wenn mehr Menschen aus dem Ausland reinkommen. Stimmt das so? Ist das Ihre Position und teilst du die?
Ja. Ja, jetzt muss ich dir natürlich nicht sagen, dass die wahre, also okay, du bist kein Marxist, aber die wahre Arbeitskraft ist ja eine ganz andere als so eine andere war. Also das Gesetz von Angebot und Nachfrage funktioniert ja bei vielen Waren, funktioniert ja bei der Kartoffel. Bei der Kartoffel ist es ja wurscht, wie viel Geld sie kostet, weil sie muss ja nicht von dem Geld, für das sie verkauft wird, ernähren. Das heißt, die Kartoffel streitet nicht für einen höheren Preis oder kann auch nicht unterdrückt werden für einen niedrigeren Preis. Sie ist entpersonalisiert. Die wahre Arbeitskraft kann dafür kämpfen, dass sie einen höheren Preis bekommt. Das ist auch viel mehr politisch, kann man politisch viel mehr Einfluss nehmen, nämlich über die Stärkung respektive Schwächung von Gewerkschaften, Einführung oder Ausschaltung von einem Mindestlohn, all diese Dinge. Deswegen würde ich schon mal grundsätzlich kritisieren, dass die angenommene Mechanik, erstens einmal die angenommene Mechanik von Angebot und Nachfrage, nehme ich mal an, aufgrund deiner also wirtschaftlichen Ausbildung, dass du die grundsätzlich hinterfragen wirst, dass das allein relevant ist für die Preisbildung, das ist mal das eine, und dass das doppelt noch mal weniger zutreffend ist für die wahre Arbeitskraft. Ja, also ich finde, das muss man empirisch betrachten. Also inwiefern hat Migration einen Einfluss auf die Lohnentwicklung? Also allgemein, welche wirtschaftlichen Folgen hat Migration? Das kann man jetzt nicht theoretisch mit Angebot und Nachfrage erklären, da ja nicht nur Arbeitskraft eine besondere Ware ist, sondern auch der Lohn so ziemlich der wichtigste Preis der Volkswirtschaft ist und der auch großen Einfluss beispielsweise auf die Inflation oder aufs Zinsniveau hat. Also man das nicht so ein, also so einfach kann man das definitiv nicht sagen mit Angebot und Nachfrage. Zumal ausländische Arbeitskräfte ja auch zusätzliche Waren konsumieren und so den inländischen Konsum wieder anregen, was ja zusätzliche Nachfrage nach Arbeit schafft. Deswegen sollte man sich dort die Daten ansehen. Und wir sehen seit den 70er Jahren, dass die ja, Schere zwischen Produktivitätsentwicklung und Lohnentwicklung deutlich auseinandergeht. Und da ist jetzt die Frage, welchen Anteil daran trägt jetzt die neoliberale Wende mit den zahlreichen Steuerreformen, mit der Schwächung der Gewerkschaften und welchen Anteil trägt der besser funktionierende Arbeitsmarkt hier in der Europäischen Union vor Also allem mit besser durch. funktionierender meinst du größere Flexibilität am Arbeitsmarkt, dass mehr Ja, Migration mehr arbeitsbedingt. Einwanderung und Ja, mehr genau. Konkurrenz, ja. Nur, dass ich's. Ja. Beziehungsweise Arbeitnehmerfreizügigkeit haben wir sogar. Also Unternehmen können ja im gesamten europäischen Binnenmarkt, also Europäische Union plus Schweiz und Norwegen, nach Arbeitskräften suchen und sie herholen, wenn sie Ja. Arbeitskräfte brauchen. Also das ist ja, das heißt ja, wenn Arbeitsmärkte besser funktionieren, dann ist es eben leichter, die Löhne zu drücken. Und das ist jetzt die Frage, welchen Einfluss hat dieser besser funktionierende Arbeitsmarkt? Das ist eine Frage, die man empirisch, wir hatten es vorhin schon in Ja. Sozialwissenschaften, unmöglich endgültig beantworten kann. Aber dass es da einen gewissen Einfluss gibt, das halte ich dann doch für sehr wahrscheinlich. Ja, einen gewissen Einfluss gibt es sicherlich, wie es einen gewissen Einfluss von allen Dingen gibt. Und ich meine, ich würde jetzt nichts widersprechen, was du gesagt hast, nur die Sache ist halt, dass Sarah Wagenknecht diese Position absolut null vertritt. Also sie sagt jetzt eben nicht, Das hast du doch gerade beschrieben, was ich gerade beschrieben habe. nein, 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 du hast es ausformuliert. Sarah Wagenknecht geht davon aus, so einfach, mehr Arbeitskräfte aus dem. Nein, nein, das sagt sie wirklich dezidiert. Du wirkst verdutzt. Aber Sarah Wagenknecht, wenn sie jetzt wahrscheinlich gefragt würde in einer Talkshow, dann wird nicht gesagt, da wird sie nicht antworten mit, oder nicht wird antworten, sondern hat sie noch nicht geantwortet, so von wegen, ja, es gibt viele Faktoren, warum die Reallohnentwicklung so scheiße ist, wie sie ist. Einer von diesen Faktoren, von vielen anderen zig, sind Ausländer. Sondern da werden ja ausländische Arbeitskräfte ziemlich dezidiert als diejenigen genannt, die schuld sind für die schlechte Reallohnentwicklung. Das heißt, die Nuance, die du da jetzt gezeigt hast, gehe ich voll komplett d'accord. Nur mein Problem ist halt, wenn du das so siehst, dann müsstest du in dem Punkt Sarah Wagenknecht widersprechen, weil das ist halt nicht ihre Position. Also wenn Sie das so formuliert haben sollte, wie du das gerade formuliert hast, ja, dann ist das ein bisschen zu simpel ausgedrückt, aber die grundsätzliche Kritik an Migration, die bleibt ja damit. Nein, das Problem ist, dass diese grundsätzliche Kritik, wenn sie auf diesem Fundament fußt, auf einem sehr schwachen Fundament fußt, und das ist ja nicht dann nur das Einzige, und sie bedient ja dann gezielt so antimigrantische Ressentiments. Deswegen hat ja die AfD auch so Angst vor ihr. Und das ist, glaube ich, dann mein grundsätzliches Prinzip, also mein grundsätzliches Problem. Ich finde schon einmal die Behandlung von ausländischen Menschen in der westlichen Welt in vielerlei Hinsicht furchtbar. Und jetzt sozusagen noch aus einer linken, also Sarah Wagenknecht wird als Linke wahrgenommen. Ich finde jetzt, dass, wie gesagt, der Arbeiter hat kein Vaterland, deswegen
weiß ich jetzt gar nicht, wie sie diesen Grundsatz vereinigen kann mit ihrer Wirtschaftspolitik oder mit ihren Ansichten. Ich weiß jetzt halt nicht, wie... Ich laber so viel herum. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Stärkung des Nationalismus und so von wegen, ja, es ist in Ordnung, wenn in Deutschland Leute herumziehen und herumfahren, um einen Arbeitsplatz zu finden, aber es ist nicht in Ordnung, wenn jetzt einer aus der Türkei kommt und hier einen Arbeitsplatz sucht. Das ist ja die Unterscheidung, die aufgemacht wird. Sie sagt ja nicht, dass es schlecht ist, wenn jetzt innerhalb einer Volkswirtschaft Leute den Standort wechseln, um einen Job anzunehmen, sondern es wird ja gezielt kritisiert, dass jemand aus dem Nichtstaatsgebiet kommt und dann den Arbeitsplatz wegnimmt. Also diese Grundunterscheidung, mit der habe ich ein Problem. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Aber du siehst das anders. Ja, unsere Welt ist nun mal Nationalstaaten gegliedert. Das heißt, du hast innerhalb Deutschlands Transfermechanismen, die sowas verhindern sollen. Dass beispielsweise aus einer Region viele Menschen abhauen und dass diese Region entvölkert wird, dass der deutsche Staat dann eben eine vernünftige Strukturpolitik machen kann. Dass er das in den letzten Jahrzehnten unzureichend gemacht hat, kann man sicherlich konstatieren. Aber sowas gibt es ja auf internationaler Ebene überhaupt nicht. Wenn in Bulgarien oder Rumänien 20-30% der arbeitsfähigen Bevölkerung abhauen, also dann gibt es ja keine zentrale Instanz, die da irgendwie für einen Ausgleich sorgen würde, die irgendwie dafür sorgen würde, dass sich da eine eigenständige Wirtschaft entwickelt. Also es gibt Transfermechanismen der EU, die sorgen mehr schlecht als recht dafür, dass diese Staaten überhaupt noch lebensfähig sind. Aber na klar, da haben wir jetzt das grundsätzliche Problem des Kapitalismus, dass Staaten auch untereinander im Konflikt stehen um die Ansiedlung von Unternehmen. Und deswegen, okay, ja, na, du hast da jetzt einen Satz. Ganz schlecht, weil die bestehende Ungleichheiten verschärft. Ja, aber dieser Wettkampf ist da ja dann das Problem um die Löhne. Also nicht um die Löhne, sondern um die Arbeitsplätze. Das ist ja das Problem, dass allgemein dieser Wettkampf zwischen Arbeitern besteht und dass die zueinander in Konkurrenz gesetzt werden. Es ist nicht das Problem, oder wie soll ich sagen, man sollte jetzt nicht dagegen kämpfen, dass jetzt noch mehr Leute herkommen, dass sich dieser Wettkampf intensiviert. Aber wenn die nicht kommen, haben wir trotzdem diesen Wettkampf, aber das ist okay. Ich glaube, das grundsätzliche Prinzip für eine linke Wirtschaftspolitik sollte sein, eben diesen Wettkampf zwischen den arbeitenden Menschen ums Überleben, was jetzt nicht mehr so ist, weil wir haben den Sozialstaat, der zumindest viele Leute vor dem Verhungern schützt, aber trotzdem dieses Grundprinzip von diesem Wettkampf unter den arbeitenden Menschen, finde ich, gehört hinterfragt. Das ist halt eine Position, ja, die Sarah Wank nicht mal vertreten hat. Was ist dann deine Lösung? Kapitalismus abschaffen, oder? Einfach gesagt, ja, es ist kompliziert. Das wäre jetzt nicht meine handlungsbereite Lösung. Also meine Lösung für all diese Probleme ist jetzt nicht Kapitalismus abschaffen, nur ich vermisse halt, ich bemängel halt, dass unter dem Deckmantel der Pro-Arbeiter, also der Argumentation für die Arbeiter, die Verstärkung dieser Nationalismen, von wegen, es gibt Grenzen zwischen uns, diese Grenzen sind gut, es haben nur Leute dort ein Recht zu arbeiten, wo in dem Grenzbereich, wo sie sind, und wir schotten uns voneinander ab. Das ist einfach eine Grundprämisse, die es, finde ich, gilt aufzuweichen. Einfach allein vom Menschenbild her, weil ja, das unterstützt ja Nationalismus. Aber diese Grenzen existieren mal ja nun mal. Wir können ja jetzt nicht so tun, als würden wir schon in so einer Weltgesellschaft leben, wo es eine Weltregierung gäbe, die überall für einen Ausgleich sorgen würde. Die gibt es ja schlicht und ergreifend nicht. Nein, aber wir können für das Recht von Menschen eintreten, dort zu leben und dort ihr Leben zu verwirklichen, wo sie wollen. Ja, aber das ist doch völlig unrealistisch. Wieso ist das unrealistisch? Das wurde ja auch an vielerlei Orten gemacht. Also Migration innerhalb von Europa ist so leicht wie noch nie. Jetzt kann man sagen, das dient einerseits dem Kapital, weil somit breiter sozusagen gesucht werden kann nach Arbeit, aber es erhöht gleichzeitig ja auch die Freiheit von Menschen. Also ich finde Österreich schön und so, aber ich finde es prinzipiell schön, dass ich die Freiheit habe, weiß ich nicht, nach Finnland oder nach Schweden oder von mir aus nach Spanien oder so zu ziehen. Das heißt, da muss man ja abwiegen zwischen unterschiedlichen Freiheiten. Und ich finde halt, dass die Freiheit für Menschen, dort zu arbeiten und dorthin zu ziehen, wo sie wollen, dass das eine schützenswerte Freiheit ist. Und dass die Politik von Sarah Wagenknecht das halt gar nicht ermöglicht.
Und das ist für mich auch irgendwie eine anti-linke Politik in dem Sinne, dass es die Hierarchie zwischen Staatsbürger und Nichtstaatsbürger nur noch verstärkt und nur noch verschärft und auch in den Menschen, in den Köpfen von Menschen einfach niederschreibt, ja, es gibt die Menschen und es gibt solche Menschen. Es gibt Österreicher, es gibt Deutsche, es gibt Polen, es gibt Schweizer, es gibt Schweden, es gibt, weiß ich nicht, Südafrikaner. Das ist halt diese Grenzziehung, die halt dadurch nochmal verstärkt wird in den Köpfen, ist schlecht. Die Grenzen sind in der Realität da und trotzdem können wir sagen, es geht darum zu erkennen, dass jeder Mensch, egal wo er geboren ist, überall leben dürfen sollte, wo er möchte. Und das ist, finde ich, eines der Grundprinzipien von linker Politik. Und wenn man diesem Prinzip nicht zumindest im Ansatz entspricht, was Sarah Wagenknecht halt nicht tut, dann würde ich sie nicht als links bezeichnen. Sag ich jetzt mal ganz krass. Also halt für dich krass, für mich ist das so ein Nonsense-Statement, ja klar. Die Streitereien, ob etwas links klassifiziert werden kann, die ist für mich jetzt nicht so wichtig. Ja, ich würde mich jetzt auch nicht mit dir streiten. Also das, ich wollte es nur sagen, dass das so mein, also dass das so meine prinzipielle Kritik ist an Sarah Wagenknecht, jetzt unabhängig von ihren anderen politischen Forderungen. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich hatte es ja schon gesagt, es gibt zwei Probleme bei deiner Haltung. Erstmal, es verursacht reale Probleme, wenn Länder, die völlig unterentwickelt sind, wie Rumänien, Bulgarien, wie Estland, Lettland, Litauen, wenn die freie Migration mit Ländern wie Deutschland oder Frankreich haben, die wesentlich industrialisierter sind, die wesentlich höheren Lebensstandard haben. Und es wird von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt, dass man zu hohe Migration hat. Also das siehst du ja. Warum? Also die AfD, ich hatte vorhin gesagt, die hat aus wirtschaftlichen Gründen ihren zweiten Umfrageschub jetzt bekommen. Aber das ist ja keine... hatte sie 2015, ja. 2016. Aber nur weil die Bevölkerung sagt, dass sie keine Migranten wollen, das beantwortet ja jetzt nicht die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, für diese Bevölkerung das zu wollen. Ja, die Bevölkerung will das. Das ist egal, ob es moralisch vertretbar ist. Nein, eben nicht. Nein. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob es moralisch vertretbar ist, dann können wir nicht einfach, und das tue ich jetzt hier zumindest. Ich halte das für keine relevante Frage. Du hältst das für keine, also du argumentierst sozusagen apolitisch. Verstehe ich das richtig? Nicht apolitisch. Oder amoralisch. Ja, alles Politische ist moralisch. Das kann nicht eine unmoralische Politik führen. Ja, aber die Moral kannst du hinterher reinbringen. Solltest nicht zuerst... Nein, so funktioniert das nicht. Doch. Nein, man kann nicht eine unmoralische Politik führen. Jede Politik ist informiert von Grundannahmen, von Grundprinzipien, die moralisch aufgeladen sind. Aber du solltest dir erstmal, wenn du die Situation analysierst, dir die Interessen der verschiedensten Akteure ansehen, dann ansehen, wie könnte man da eine gute Lösung finden. Und wenn du fragst, wie könnte man eine gute Lösung finden, dann kannst du deine Moral reinführen. Nein, schon. Es gibt keine. Man kann nicht neutral auf die Interessen von Menschen blicken. Das ist mein Problem mit manchen Menschen, die nicht Politikwissenschaft studieren. Das, wie man nach einer Lösung sucht und wie man zwischen unterschiedlichen Akteuren vermittelt, kann nicht moralisch neutral stattfinden. Das heißt, was du sagst, du möchtest die Situation neutral analysieren und dann neutral nach einer Lösung suchen, das funktioniert so nicht. Du schmuggelst deine Moral in den Lösungsfindungsprozess hinein und erkennst diese Moral, also diese bewusste Entscheidung für gewisse Grundprinzipien, die du als wichtiger einschätzt als andere und die du dann in deiner Lösungsfindung mit einbeziehst. Diese Ebene von deiner persönlichen Involvierung in diesen Lösungsfindungsprozess blendest du aus. Das ist vielleicht so etwas, was mich jetzt an dieser ganzen Debatte, jetzt, wo wir angefangen haben, so gestört hat, dass du das so als eine gewisse, ja, als eine, ich weiß es nicht, als würden wir auf eine Wand zufahren mit einem Zug, der keine Bremsen hat. Der Zug hat keine Bremsen, wie du vielleicht weißt. Und als könnten wir nichts machen. Und jetzt geht es einfach nur darum, rational zu entscheiden, ob wir bremsen oder nicht. Nein, wir können auch entscheiden, wir haben viel mehr Freiheit, nach anderen Lösungen zu finden. Oh, und wie habe ich mich jetzt verlaufen? Ich schaue mir halt zuerst die Realität an und dann versuche ich das. Aber das geht nicht, auch schon, wie du auf die Realität schaust. Das ist halt diese Ebene der Beobachtung, die schon moralisch geleitet ist. Nein, eben schon. Das stört mich gerade so. Man kann nicht als Mensch, aber man kann auch nicht statistikneutral interpretieren. Was man hineinrechnet, was man hinausrechnet, alles das sind schon moralische Entscheidungen. Zum Beispiel, das weißt du sicherlich, Arbeitslosenrate in der EU ist notorisch kleingerechnet.
Ja, selbstverständlich, Ja, klar. selbstverständlich. Aber das ist, aber jetzt könnte ich mich natürlich, wenn ich jetzt das nicht verstehe oder es bewusst missverstehe, sagen: Nein, aber du siehst doch objektiv, schau, wie niedrig die Zahl ist von der Arbeitslosenrate. Das sind natürlich viele Menschen ohne Arbeit, die gerne eine hätten rausgerechnet. Aber das wäre eine Pseudo, in Anführungszeichen, objektive Betrachtung von dessen. Das heißt, da sind wir schon allein in der Auswertung von Statistiken, haben wir Moral drinnen. Dann natürlich in Ja, der. inwiefern ist da Moral drin? Also da ist erstmal das politische Interesse drin, die Arbeitslosigkeit so niedrig ist, irgend geht auszuweisen. Ja, klar. Und dahinter steckt die Moral oder zumindest der Grundwert, dass es vor allem darum geht, Arbeitgeber zu stärken, vor allem das Kapital zufrieden zu Ja, stellen. also Interessen immer noch. Das hat jetzt immer noch nichts mit meiner Moral zu tun. Oh mein Gott, sicherlich. Und jetzt in der Bewertung von diesen Statistiken, um dann nach dieser Lösung zu suchen, indem du diese Statistiken jetzt zum Beispiel vergleichst, da kommt dann die Moral schon hinein. Du kannst nicht anhand dieser verzerrten Zahlen, die von Interessen und von moralischen Wertvorstellungen zum Beispiel, okay, es gibt ja keine objektiven Interessen zum Beispiel. Die Unternehmer sind jetzt nicht so rational kalkulieren, wie du vielleicht weißt. Du kannst einem Unternehmer erklären, aber es macht Sinn, wenn das allgemeine Lohnniveau in Österreich steigt, weil wir dann Wirtschaftswachstum haben, weil dann die Nachfrage steigt. Wird er jetzt dafür plädieren, bei seinen Arbeitgebervertretern, ja, steht es denen ein bisschen höhere Lohnabschlüsse zu. Zwar jetzt nicht so viel, dass unsere Gewinne in Gefahr sind, aber ein bisschen mehr, damit wir Wirtschaftswachstum haben. Es wäre objektiv sozusagen in deren Interesse. Aber sie machen es nicht. Das heißt, diese objektiven Interessen gibt es auch so gar nicht. Die sind auch von deren Werten, von deren Werte, also Wertvorstellungen geleitet. Ich weiß nicht. Du möchtest irgendwie Objektivität in was reinbringen, wo es es einfach nicht gibt. Nee, ich möchte keine Objektivität reinbringen, aber ich vermische das, was ich persönlich am besten finde, nicht mit der Analyse. Also ich kann mir doch erstmal die Realität ansehen und danach sagen, wie ich das persönlich finde und nicht beides vermischen. Also das machst du Nein, eben nicht, andauernd. weil das, wie du die Welt anschaust, davon beeinflusst. Okay, ich schweife jetzt wieder ab. Es gibt die Idee vom Naturzustand. Es gab die Vertragstheoretiker, zur Zeit der Aufklärung, wo jeder so entworfen hat, wie sein Naturzustand war. Und natürlich, wenn man sich überlegt, wie ist der Mensch ohne jegliche Form von Gesellschaft, das kann man nicht wissen, kommen alle anderen zu unterschiedlichen Schlüssen. Die Idee, wie etwas im Prinzip ist, also wie Wirtschaft im Prinzip funktioniert und sozusagen, was jetzt unsere Verhunzung von dem ist mit unseren ganzen Regeln, diese Annahme, wie es von Natur aus ist sozusagen. Die ist ja auch schon aufgeladen moralisch, wie ich meine Wirtschaft sehen möchte. Oder wie ich jetzt sehen möchte, dass meine Ja, aber das mache ich doch Systeme gar nicht. funktionieren. Ja, eben doch. Ich schaue mir doch nur Du die verstehst Interessen an, es. die artikuliert werden. Also beispielsweise bei der Mehrheit der Bevölkerung, ob das jetzt gut oder schlecht für sie ist, ob sie damit jetzt sachlich recht hat oder nicht, dass sie keine Schau Migration her, will. schau her, Also schau her. keine Nein, nein, hohe nein. Nein, Migration. allein schon Das ist die. ja ein artikuliertes Nein, nein, Interesse. nein. Allein schon die Entscheidung, dass du dich auf die Interessen konzentrierst, ist eine moralische Entscheidung. Weil. Ja, und? Es ist erstmal eine Setzung, ja. Ja, genau, aber diese Setzung ist ja entscheidend, wie du darauf blickst. Und das ist mein Punkt, dass da nichts Objektives ist. Du kannst sagen, es ist eine sinnvolle Ja, das habe ich auch nie Entscheidung. behauptet. Also natürlich hat jeder sein Herangehen. Aber Aber alles, was subjektiv entschieden werden kann, ist moralisch aufgeladen. Doch. Da gibt es, oh mein Gott, da gibt es ja den Satz von der Rosa Luxemburg: Unpolitisch sein heißt politisch sein, ohne es zu merken. Ich möchte ihn umdeuten zu: Unmoralisch sein oder moralfrei zu handeln heißt moralisch zu handeln, ohne es zu wissen. Also, immer wo eine bewusste Entscheidung ist und wo es um eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Grundprinzipien geht, ist Moral im Spiel. Und das tust du eben, indem wie du auf die Welt schaust. Du kannst argumentieren, dass manche Sichtweisen sinnvoller sind als andere. Das ist dann auch eine moralische Entscheidung, weil je nachdem, welche Sichtweise du wählst, verstärkst du gewisse moralische Positionen und schwächst andere. Da ist absolut nichts Wertfreies und keine wertneutrale Beurteilung von einer Situation möglich. dein Gegenvorschlag ist jetzt einfach, sich irgendeine absurde Utopie zu überlegen. Beispielsweise, jeder Mensch sollte dort leben und arbeiten dürfen, wo er will. Das sage ich Und nicht. da das dann an der Realität abzugleichen. Das ist Nein, dein das, nein, Gegenvorschlag. nein. Mein Gegenvorschlag ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass man eine moralische Abwägung trifft, wenn man jetzt
Frame of Reference nimmt, also einen gewissen Blickpunkt einnimmt, diesen klar kommuniziert und nicht so tut, als wäre das, wie soll ich sagen, sozusagen die Vogelperspektive, aus der man alles sieht. Was du tust. Nein, das ist nicht, was ich tue. Nein, ich habe gesagt, ich schaue mir erstmal die klar artikulierten Interessen der Akteure an und danach bewerte ich das. Du hast vorhin gesagt, du schaust dir die Realität an und dann bringst du deine Analyse. Ja, aber wenn du sagst, du schaust die Realität an, dann behauptest du ja schon, dass es die Realität so gibt, dass sie fotografiert werden kann zum Beispiel. Oder dass du alles sehen kannst und dass du die Realität vor allem so siehst. Nein, das behaupte ich nicht. Das ist in dieser Formulierung halt drinnen. Nein, wir auf unterschiedlichen Ebenen. Natürlich die Teile der Realität an, die ich gerade, so natürlich kann man nie, wir sind ja keine Supercomputer, die alle Daten aus einem gewissen Dings zusammen haben können. Also wir können uns natürlich immer nur einen bestimmten Ausschnitt der Realität ansehen, weil die Rechenleistung unseres Gehirns gar nicht zu mehr ausreicht, weil wir gar nicht genug Daten haben. Also es wäre auch völlig eine Hybris, etwas anderes anzunehmen. Aber ich versuche mir ein möglichst umfassendes Bild zu machen und danach erst zu moralisieren, danach erst zu schauen, was entspreche ich jetzt am ehesten meiner Moral. Du moralisierst schon, indem du die Welt, indem wie du die Welt anschaust. Das ist es ja eben. Du machst es nicht danach. Es tut mir leid, da haben wir einen epistemologischen Denkungsunterschied. Da hast du auch einen, weiß ich nicht, da hast du jetzt auch eine grundlegend antithetische Haltung gegenüber den Sozialwissenschaften, also jetzt zumindest gegenüber der Soziologie, der Politikwissenschaft und der Kultur- und Sozialanthropologie. Die Idee, dass man eine Gesellschaft zuerst wertneutral beurteilen kann und dann am Ende erst, wenn man sozusagen sie verändern möchte, erst dann wird es moralisch, das gilt als überholt, diese Ansicht. Das tut mir leid. Und ich weiß, es ist von mir jetzt, ich weiß, es ist scheiße, auf die Wissenschaft zu verweisen, aber das ist halt 101-Shit, dass es diese objektiv beobachtbare soziale Realität nicht gibt. Oder doch, nicht, ich möchte jetzt nicht objektiv sagen, sondern wertneutrale. Natürlich gibt es die. Hast du gesagt? Ja, natürlich. Natürlich kannst du dir erstmal anschauen, wie sind die Interessen der Akteure. Es tut mir leid, wenn du sagst, es gibt diese objektiv beobachtbare soziale Realität, die man wertneutral analysieren kann. Nehmen wir mal Migration. Nein. Du musst mir kein Beispiel nennen. Da hast du in diesem Fall leider Gottes einen Wissensnachteil. Ich weiß nicht, ob du hattest du ein wissenschaftstheoretisches Seminar In der Volkswirtschaftslehre? Vorlesung hatte ich schon. Achso, Vorlesung, okay. Ich studiere auch nicht VWL, sondern VWL-Politik. Ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant. Ich wollte nur sagen, das, was du gesagt hast, es kann auch sein, dass alles, was ich im Studium dazu gehört habe, falsch ist. Aber das glaube ich eher weniger, als dass du da jetzt ein falsches Verständnis hast von Epistemologie. Aber gut. Lassen wir uns. Also, Ja, bitte. Also, wenn du dir die verschiedenen Interessen der Akteure ansiehst, dann steckt da doch noch keine Wertung drin. Wenn du dir einfach nur die Interessen ansiehst, inwieweit steckt da eine allein Wertung schon drin, der wenn du dir jetzt schaust, wie die deutsche allein schon Bevölkerung der Blickwinkel zu ist eine Migration steht? Ja, aber zu sagen, dass das ein relevanter Faktor ist, ist eine moralische Wertung. Du kannst jetzt sagen, es ist eine offensichtliche und eine sinnvolle. Ja, klar. Es ist auf jeden Fall ein Faktor, den man beziehen sollte. Aber welche Dinge du dir anschaust und welche du dir nicht anschaust, ist eine Entscheidung. Eben weil wir nur begrenzte Informationen haben und nur begrenzte Informationen mit einbeziehen können in unsere, ja, weiß ich nicht, vagen Kalkulationen. Allein schon deswegen müssen wir entscheiden. Und diese Entscheidungen können nicht wertfrei geschehen. Weil was ich wichtig finde, um eine gewisse Situation zu verstehen und was ich vernachlässigbar finde, das ist immer eingebettet in eine gewisse wissenschaftliche Tradition. Und das ist nicht moralisch. Also jetzt vermischst ja andauernd Wissenschaft mit Politik und versuchst dann so zu tun, als wäre meine Position unwissenschaftlich. Das ist völliger Schwachsinn. Das tue ich. Nein. Was ich sagen möchte ist, dass deine Grundprämisse von wegen, man kann sich die soziale Realität anschauen, wie sie ist, unter Anführungszeichen. Ja. Und dann daraus Lösungen deduzieren, dass das wertfrei geschehen kann. Zumindest der erste Schritt. Das ist grundlegend falsch. Ja, was heißt deduzieren? Also die Lösungen, die sind dann Verhandlungssache der jeweiligen Akteure. Also die meisten Lösungen, da habe ich jetzt gar keinen Einfluss drauf, gar keinen irgendwie relevanten. Ich wollte es auch weg von den, okay, wir sind im Kreis. Ich wollte weg von den Lösungen in meiner Formulierung, ich habe sie dann nur noch dummerweise noch erwähnt, ich wollte es nicht tun, sondern ich möchte hin zu dem, dass du verstehst,
man kann die soziale Realität nicht weltfrei, also nicht welt, nicht wertfrei analysieren oder zumindest auch nur beschreiben. Man muss, die reden ja auch gar nicht von Analyse, von beschreiben. Es geht nicht. Ja, ich kann mir doch ansehen, was die verschiedenen Akteure für ein Interesse artikulieren. Wieso soll das nicht gehen? Nein, du kannst es, aber es ist nicht wertneutral. Es ist nicht wertfrei. Wieso ist das nicht wertneutral? Was steckt denn da für eine Wertung drin? Allein schon der Prozess, dass du dir die Interessen anschaust, ist eine Entscheidung. Wieso schaust du dir die Interessen an? Wieso schaust du dir nicht einfach an, wie soll ich sagen, wieso schaust du dir nicht einfach nur die Buchungssätze an? Da kannst du ja auch einiges rauslesen. Du sagst jetzt, dass es sinnvoll, also jetzt von so wirtschaftlichen von wirtschaftlichen Handelszusammenhängen, kannst du dir ja anschauen, die Buchungssätze. Da musst du dir jetzt noch nicht die Interessen anschauen. Kann ich auch machen. Es ist eine bewusste Entscheidung von dir, dass du dich auf gewisse Dinge konzentrierst, auf die Interessen und die abwägst und nicht auf andere Dinge. Und das hat schon inhärent eine Wertentscheidung. Das muss keine bewusste sein. Es ist in Wissenschaftsbetrieb oder auch jetzt in der Politik, ist oftmals keine bewusste Entscheidung. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist Politik, worüber wir hier gerade reden. Jetzt bring doch nicht dauernd hier Wissenschaft mit rein. Das machst du schon Problem, das ganze Gespräch über. Nein, das Problem ist, dass du glaubst, man kann die soziale Realität beschreiben. Wertneutral. Das geht eben nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich das formulieren kann. Und wenn ich das sage, dass ich das aus meinem Studium mitbekommen habe, wo ich eben diese wissenschaftstheoretischen Vorlesungen und Seminare gehabt habe, dann sagst du mir, komm nicht mit Wissenschaft. Das ist halt das Problem. Das ist die Kreuzung, auf der wir uns jetzt befinden, wo wir nicht weiterkommen, wo wir sozusagen genau in der Kreuzungsmitte uns treffen. Zusammenfahren. Ja, deine Lösung ist ja andauernd, sich irgendeine Utopie auszumalen. Also keine Ahnung, Staaten sollten selber über Bündnis bestimmen dürfen oder Menschen sollten dort leben und arbeiten, wo sie es gerne wollen und damit dann die Realität abzugleichen. Das machst du. Ich würde sagen, dass man... Jenseits der Realität. Das kann man jetzt zu den Menschenrechten auch sagen. Es ist voll jenseits der Realität, dass jeder Mensch ein Recht auf Meinungsfreiheit hat, weil du siehst ja, dass es Diktaturen weltweit gibt. Das ist ein formuliertes Ziel von mir, nach der ich meine Politik ausrichten möchte. Ja, ganz klar. Ja, und was ist jetzt daran schlecht? Ziele. Also das sind doch komplett absurde Ziele. Menschen die Freiheit zu lassen, dort zu leben, wo sie wollen, ist ein absurdes Ziel. Du bist ja gar nicht links. Gar nicht. Schön. Nein, aber okay, ich habe nicht gewusst, dass ich mit einem Menschen rede, der so komplett andere politische Ansichten hat. Also von Grund auf. Menschen haben Rechte, die von ihnen nicht weggenommen werden dürfen. Das sind die sogenannten Menschenrechte. Diese Menschenrechte sollten Grundprinzip und Grundziel von jeder Politik sollte sein, die Menschenrechte für so viele Menschen wie möglich einzuhalten und halt umzusetzen. Ganz klar. Und danach sollte sich Politik ausrichten. Und das ist das, wofür ich natürlich ist das jetzt das nicht ein das Ziel von Politik sein auf jeden Fall ein Ziel. Ein Ziel. Für mich das Wichtigste. Und dass das in der Realität natürlich nicht so stattfindet, dass die Menschenrechte von allen Menschen gewahrt werden, ist mir klar. Also auf dem Weg dorthin muss jede Menge Verhandlung stattfinden. Das verstehe ich auch. Nur dieses klare Ziel vor Augen zu haben, wenn man politische Argumente macht, ist unabdingbar, weil sonst weiß ich ja nicht, wohin es geht. Und nochmal, dieses von wegen, ich formuliere unmoralische Ziele oder ich habe unpolitische Vorstellungen davon, wie jetzt Politik gemacht werden sollte, sondern ich schaue mir einfach nur rational die Interessen an und dann aggregiere ich, was da sozusagen das Sinnvollste wäre. Das ist eine Strategie von Politikvermeidung und das ist ein zutiefst antidemokratischer Ansatz, weil damit Diskussion über unterschiedliche Wertvorstellungen und über unterschiedliche Ziele eben eliminiert wird. Nein, ganz im Gegenteil. Man kann sich endlich darauf konzentrieren, was für Interessen die Akteure haben und darüber dann rational reden. Das ist viel förderlicher für die Demokratie, als ständig sich über irgendwelche abstrakten Prinzipien zu ereifern, die in der Realität eh nicht eingehalten werden und die teils völlig unrealistisch sind, wie das, was du hier gerade beschrieben hast. Hör zu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zum Beispiel jetzt Thema Klimawandel. Die Ölkonzerne haben andere Interessen als wir Menschen. Dann ist das, wenn ich das jetzt als in einer politischen Talkshow, jetzt in einer Debatte vorbringe, dann führe ich das ja immer darauf zurück, dass ich sage, und weil ich finde, dass die Interessen von den meisten Menschen
sozusagen gewahrt werden sollten, argumentiere ich jetzt gegen diese Ölkonzerne. Aber ich führe das ja immer noch zurück auf einen gewissen Zweck, auf ein gewisses Ziel, das ich verwirklichen möchte, oder nicht? Ja. Ja, genau. Und das ist mein einziger Punkt. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst jetzt hier sozusagen eine unpolitische Analyse von den Sachen, wie es ist, sozusagen, in dem, wie du dann daraus schlussfolgerst, formulierst du ja auch ein Ziel. Ob du das jetzt explizit machst oder implizit, irgendwo geht ja die Reise explizit. Hin. Ich formuliere dann explizit ein Ziel, aber nachdem ich mir angeschaut habe, was die verschiedenen Akteure wollen, damit meine Analyse auch halbwegs was mit der Realität zu tun hat. Okay, also du hast selber keine politischen Wertvorstellungen wie Dinge, sondern du sagst einfach das, was die Leute wollen, das machen. Und du dissoziierst dich vom politischen Prozess. Du bringst dich nicht ein mit deinen eigenen Werten. Du bringst dich nicht ein mit deinen eigenen Wertvorstellungen, wenn du sagst, du aggregierst die Interessen von denen, die eh schon teilhaben an den Prozessen, und dann nimmst du einfach das, was die wollen. Dann brichst du ja dich nicht selber ein. Schau dir erstmal die Interessen der verschiedenen Akteure an, ohne darüber moralisch zu urteilen. Und dann schaue ich, wie könnte man einen Ausgleich finden, entsprechend auch meinen eigenen Wertvorstellungen. Aber das ist der letzte Schritt, dass ich moralisiere. Aber zuerst muss ich mir doch die verschiedenen Interessen der Akteure ansehen. Und nochmal, wenn das so möglich wäre, wäre es schön, aber du kannst eben nicht wertneutral die Welt beschreiben. Da führt kein Weg dran vorbei, bitte. Ja, aber du kannst dir die Interessen der Akteure ansehen. Wie häufig denn noch? Du kannst doch sehen, was die Akteure artikulieren. Und haben die nicht noch versteckte Interessen? Ölkonzerne haben auch ein Interesse daran, dass sie das Klima schützen. Sie forschen an, zum Beispiel jetzt, also weiß ich nicht, sie forschen an umweltfreundlicheren Kraftstoffen, um das Klima zu schützen. Haben die jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich ein großes Ziel von denen? Ölkonzerne haben ein Interesse daran, ihren Profit zu maximieren. Genau, aber das sagen sie nicht. Ja, aber woher weißt du das? Du musst Annahmen machen. Diese Annahmen über diese Interessen sind auch moralisch geleitet. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt den Ulf Poschardt frage, den kennst du sicher, der wird dir nicht sagen, dass die Ölkonzerne das Ziel haben, Profit zu machen, sondern wenn du ihn fragst... Selbstverständlich wird er das sagen. Also nein, er wird sagen, sie haben ein Interesse daran, weil wir in einer Marktwirtschaft leben, den Wunsch der Bevölkerung nach Mobilität zu befriedigen. Das jetzt ist ja völliger Schwachsinn. Also das aber das ist, weil Ulf Poschardt ein Vollidiot ist. Aber jetzt nur sozusagen... Ich lese zu sehr in Welt, um das zu bewerten. Aber ich auch, aber hin und wieder lese ich halt seinen Twitter-Account. Was will man machen? Aber mein Punkt ist, das, was du über die Interessen von Leuten oder von Akteuren annimmst, weil du kannst ja nicht nur darauf vertrauen, was die sagen, weil manchmal lügen die auch. Das, was du annimmst, birgt eine ideologische Färbung. Weil ein Marxist nimmt andere Sachen über so Unternehmer an, als jetzt ein Neoliberaler oder ein Sozialdemokrat oder ein Anarchist oder was auch immer. Natürlich. Also über das Verhalten von, also Marxisten gehen davon aus, dass Unternehmen ihren Profit maximieren. Neoliberale gehen davon aus, dass Unternehmen ihren Profit maximieren. Also Milton Friedman hat doch gesagt, die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, seinen Profit zu maximieren. Klar, aber das ist, wenn sie ehrlich sind. Aber du kannst dich ja jetzt nicht nur darauf verlassen, dass Leute ehrlich sind. Und du hast gerade gesagt, Neoliberale und Marxist, die haben eine andere Analyse, aber die haben ja offensichtlich die gleiche Analyse. Bei Unternehmen jetzt zum Beispiel nicht, aber bei vielen anderen Dingen zum Beispiel. Also es gibt ja viele Bereiche, über die du dir im Klaren sein müsstest, um diese objektive Analyse. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir jetzt gerade über eine objektive Analyse von Politikzusammenhängen sprechen, aber okay. Du müsstest ja über so viele Akteure, erstens einmal müsstest du dich auskennen, du müsstest deren Interessen verstehen, einerseits das, was sie sagen, andererseits das, was du ihnen sozusagen auferlegst, was ihre Interessen sind. Da kommst du ja dann am Ende doch nur wieder da raus, was du dir zusammenreimst und nicht auf einer objektiven Basis. Ja, was heißt objektiv? Also, dass du diese ganze Zeit das objektiv reinbringst. Also du sagst alles nur nicht objektiv. Zu analysieren und danach zu moralisieren. Das versuche ich dir die ganze Zeit zu erklären. Nein, ich verstehe schon, analysieren. Und ich sage, du kannst nicht moralfrei analysieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, das kannst du, was für ein Wort möchtest du verwenden für diese Analyse, wenn nicht objektiv? Möchtest du wertbefreit sagen? Nee, eins nach dem anderen würde ich sagen. Zuerst anschauen, was für Interessen haben die Akteure und danach die Moral reinbringen. Also, wir verstehen, jede Annahme, jedes irgendwie auf die Realität schauen, als Moral deklarieren. Aber ja, nein, so ist das. Doch, so ist es. Mit Moral meinen. Doch, so ist das.
Ja, klar, das, oh mein Gott. Jetzt sei ich wieder in der Wissenschaft, aber in den Sozialwissenschaften ist das halt so. Da wird das so hat über, aber nichts mit Wissenschaft da zu wird tun, so was über wir die, gerade nein, 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 besprechen. Das hat da, was mit Politik zu tun. Ja, aber um diese Politik zu machen, müssen wir die soziale Realität begreifen. Um die soziale Realität zu begreifen, müssen wir auf die Sozialwissenschaft zurückgreifen. Und die Sozialwissenschaften sagen, dass es nicht so funktioniert, wie du es sagst. Oh mein Gott. Habe ich doch die letzten. Oh, es ist, also, wir drehen uns wirklich im Kreis. Du sagst, wir müssen auf die soziale Realität schauen. Ich sage, dass es diese soziale Realität nicht gibt. Dann sagst du, nein doch, aber ich kann noch die Interessen von denen objektiv analysieren. Dann sage ich dir, ja, aber diese Interessen, erstens einmal müssen die ja nicht immer ehrlich sein. Immer wenn du Interessen annimmst für irgendwelche Akteure, bringst du da deine persönliche Note mit hinein. Ab diesem Punkt schon, wenn du mir da zustimmst, ist das Adjektiv der wertfrei oder das Adjektiv wertfrei nicht mehr zutreffend für deine Analyse. Und also nachdem du das für viele andere machen irren. Musst. Ja, nicht nur irren, sondern das, wie du diese Annahmen triffst, ist politisch motiviert, wenn auch nur unterbewusst. Ja, so funktioniert das leider. Die Dinge, die ich in die Analyse mit hineinbeziehe, ich muss mir immer genau bewusst sein, was ich damit sehe und was ich damit nicht sehe. Und was ich bei dir die Befürchtung habe, ist, dass du nicht siehst, welche Dinge du vielleicht auslässt in deiner Analyse. Ja, es kann natürlich immer sein, dass ich was auslasse, aber das Nein, kann es, man ja im freien so. Diskurs herausfinden. Ja, das kann man dann im freien Diskurs herausfinden. Glaubst du an Habermas und den freien und seine Diskursethik, oder was? Ich halte es tatsächlich, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, für eine schöne Utopie, aber ich sehe ja, dass das nicht sonderlich realistisch ist in der aktuellen. Amen, da sind wir uns einig. Ja. es kann nicht funktionieren. Egal, gehen wir nicht darauf ein. Wie soll ich sagen? Ich teile einfach deine Grundprämisse nicht, dass man das trennen kann. Die wertfreie Einschätzung von etwas und die wertfreie Analyse und danach dann die Moralisierung. Es kann so nicht funktionieren. Also das ist einfach, wie soll ich sagen, ist ein Fundament von meinem Verständnis vom Sozialen als Ding, das man sich anschaut. Ja, und bei mir ist es halt komplett umgekehrt. Ich glaube, da kommen wir auf keinen gemeinsamen Nenner mehr. Ich empfehle dazu wissenschaftstheoretische Literatur, die später als 1950 ist vielleicht. Bitte. Lies Niklas Luhmann. Lies Luhmann aus, weiß nicht. Da wirst du es vielleicht. Wie gesagt, ich halte das für falsch, was du gerade sagst. Ich bin der Meinung, dass man sich schon die Interessen anderer ansehen kann, ohne da gleich seine eigene Wertung mit reinzubringen. Das ist schön, dass du das denkst. Viele andere sehr wichtige Sozialwissenschaftler sind das. Ganz anders, aber so ist das. Ja, aber die müssen ja nicht richtig liegen, nur weil sie bekannte Namen haben. Sie haben ja bekannte Namen, weil sie schon oft sehr richtig gelegen haben, muss man dazu sagen. Also sie haben ja nicht, es ist jetzt nicht nur, dass es ist nicht so, dass der Luhmann bekannt ist, weil der Name Niklas Luhmann ein schöner Name ist, sondern weil wie gesagt, ich habe Luhmann nicht gelesen, also brauchen wir jetzt, ist so wie wenn du Studien bringst, die ich nicht gelesen habe. Also es ist genauso, wie wenn ich irgendwelche Statistiken bringe, die du nicht kennst. Also da kann man schlecht drüber diskutieren, wenn der jeweils anderes nicht kennt. Also, ja. Also das, was ich mitnehmen möchte aus dem Gespräch, ist Folgendes. Die heutigen identitären, also Identitätsbewegungen, die Black Lives Matter und so, die sind schlecht, weil sie sich gegen Sachen wenden, die nicht rechtlich kodifiziert sind, also nicht rechtliche Ungerechtigkeiten, sondern gegen weitere soziale Ungerechtigkeiten. Verstehe ich das richtig? Ja, weil sie ein tribalistisches Politikverständnis haben. Weil sie ein tribalistisches, und noch einmal, oh mein Gott, ich möchte jetzt nicht die ganze Debatte nochmal machen, aber das beantwortet die Frage nicht. Das ist ja auch genauso tribalistisch gewesen, was die Bürgerrechtsbewegung in den 60ern gemacht hat. Ja, ich habe dir vorhin, wie gesagt, wir brauchen es nicht nochmal wiederholen. Nein, ich möchte es nur verstehen. Das heißt, wir sind wiederum dabei, dass es für dich darum geht, es ist nur legitim, wenn man sich gegen rechtliche Ungleichbehandlung wendet. Das heißt legitim. Jeder kann dagegen demonstrieren, was er will. Es Nein, ist aber nur du halt findest nicht es mein doof. Kampf. Ja, aber du findest es ist dann jetzt nichts, was ich unterstützen würde. Und wenn sich derjenige, der auf so einem tribalistischen Politikverständnis, der so ein tribalistisches Politikverständnis hat, das gegen mich wendet, dann ist er mein Gegner. Und wenn er es nicht gegen mich wendet, dann ist er jemand, der mir egal ist. Ganz einfach. Okay, ich will jetzt kein Gacha machen. Ich möchte es nur einordnen, was du gerade gesagt hast mit Gegner. Also sind für dich jetzt Aktivisten für queere Rechte oder so? Sind die jetzt für dich genauso ein Gegner wie AfD-Wähler? Was heißt, AfD-Wähler sind doch nicht meine Gegner?
Also die versuche ich von meiner, also das sind ja keine politischen Akteure, die, also politische Akteure in dem Sinne, dass sie wählen, okay, aber die machen ja jetzt nicht selber Politik, sondern die wählen nur eine Partei, die will ich davon überzeugen, dass sie am besten meine Partei wählen. Dann formuliere ich es präziser, ich habe gedacht, du wirst ungefähr meinen, was ich verstehen, was ich meine, die AfD. Also für dich sind die Grünen mit ihrer Identitätspolitik genauso schlimm wie die AfD. Ja. Okay. Wenn nicht schlimmer. Das heißt, das Ergebnis ihrer Politik ist für dich egal. Ja, also, das heißt, ich finde, man kann das Ergebnis der grünen Politik ist, dass unsere Gesellschaft immer mehr gespalten wird. Also, dass Leute, die es beispielsweise ist gegen die Gesellschaft durch die AfD einsetzen, nicht gestalten. dass die als rechts, als TERFs, als sonst was diffamiert werden. Also, das ist das Ergebnis dieser grünen Politik. Also, was sagen denn AfD-Wähler über Nicht-AfD-Wähler? Oder was sagt die AfD über Leute, die oder über Parteien, die nicht die AfD sind? Also, dass der Spaltungsvorwurf immer gegenüber den Grünen oder SPD oder der Linken oder so kommt, weiß ich nicht. Das finde ich halt auch von dir, ehrlich gesagt, albern. Also, was sagen die Grünen über AfD-Wähler? Sie sind rassistisch. Was sagen sie über die Partei? Sie ist antidemokratisch. Schlimmer wird es nicht. Sie ist antidemokratisch, sie ist verfassungsfeindlich. Das ist das Schlimmste, was von den Grünen kommt. Was kommt von der AfD? Erstens einmal sind die Leute, die ins Land kommen, das sind alles Kopftuchkinder und Messermädchen oder so. Ich weiß nicht, was die Alice Weidel da gesagt hat. Das ist ein politisches System, das überwunden werden muss. Musst du mal hören, was Höcke sagt. Also, dass man irgendwie die Animosität, mit der diese zwei Gruppen aufeinandertreffen, dass du das irgendwie gleichsetzt, das verstehe ich nicht. Du hast gesagt, die sind für dich beide gleich schlimm. Aber hast du das nicht gesagt? Wenn die Grünen nicht noch schlimmer sind. Also ich denke, die Grünen haben ja aktuell die staatlichen Gewaltmittel in ihrer Hand. Also du findest es furchtbar. Stell dir vor, die AfD hätte die Staat. In welcher Welt lebst du lieber? In der Welt, wo die Grünen jetzt sozusagen Teil der Regierung sind oder in der die AfD Teil der Regierung ist? Ganz ehrlich, es ist mir egal. Also viel schlimmer, als die Grünen es gerade machen, kann es eigentlich nicht mehr werden. Was machen denn die Grünen falsch? Moment. Die Grünen sind in einer Regierung mit der FDP, die am Geldhahn sitzt und alles zudreht, also keine Investitionen ermöglicht. Das muss man dazu sagen. Ich finde, die Grünen nutzen ihre diskursive Macht nicht gut genug. Sie schreien Christian Lindner nicht oft genug an wegen der depperten Schuldenbremse oder so. Da sind sie absolut zu schwach. Das kann man alles kritisieren. Aber das muss man doch trotzdem verstehen, dass da irgendwie mit einem Bundeskanzler Scholz, der ja selber die schwarze Null gefeiert hat, da sind die Grünen einfach in einer sehr schwierigen Situation. Und ohne Geld, ohne den Finanzminister geht halt gar nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, aber Christian Lindner ist ja Finanzminister, damit SPD und Grüne ihre neoliberale Politik die ganze Zeit auf ihn schieben können. Ich meine, du kannst mir doch nicht erzählen, dass die schwächste Partei in einer Koalition das mächtigste Ministerium, das Finanzministerium bekommt und bei allen finanzpolitischen Forderungen ihr komplett nachgegeben wird. Also das liegt doch, auch an doch, SPD doch. Und Grünen. Da kann man Nein. nicht alles auf die FDP schieben. Weißt du, warum das nämlich so ist? Weil ohne die FDP keine Koalition möglich gewesen wäre. Das war leider das Ergebnis von, das ist das Produkt dieses Wahlergebnisses. Nachdem die CDU so eine Wahlniederlage gehabt hat und sich die SPD geeinigt hat, oder hat sie sich auf eine, ich weiß nicht, ob sie das am Parteitag beschlossen haben, wirklich, dass sie keine große Koalition eingehen, aber dadurch, dass die große Koalition de facto unmöglich war, waren sowohl den Grünen als auch der SPD die Hände gebunden. Sie hätten eine Minderheitsregierung machen können. Ja, sie hätten eine Minderheitsregierung machen können. Und glaubst du, dass sie für ihre Politik Unterstützung bekommen hätten von der FDP? Es ist ja trotzdem so, dass damit eine Regierung funktionabel ist, muss sie eine Mehrheit im Parlament haben. Anders funktioniert es nicht. Das heißt, ohne die FDP... Du kannst schon ohne Mehrheit im Parlament auch einiges machen. Allein schon dadurch, dass du dann die Bundesministerin unter deiner Kontrolle hast. Ja, genau, aber trotzdem muss über jedes Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Und das geht aber nicht. Es geht schon, wenn du strikte Abkommen hast, zum Beispiel jetzt mit der FDP. Nur es ist halt trotzdem einfacher und sinnvoller, wenn man mit der FDP in der Regierung sitzt. Man muss nämlich auch Folgendes sagen. Die FDP hätte bei Wurms, Doppelwurms und Bazooka oder was auch immer er gesagt hat, bei keinem von diesen Dingen hätte die FDP, wenn es eine Minderheitsregierung gegeben hätte zwischen den beiden, zugestimmt. Bei keiner. Das heißt, es ist hinfällig. Die Möglichkeit einer Minderheitsregierung
ist zwar verfassungsrechtlich gegeben, in eigentlich jedem parlamentarischen System. Praktisch ist sie jedoch, zumindest so wie die Parteienverhältnisse sind, in Deutschland nicht möglich. In Österreich ist es auch nicht möglich. Es gibt andere eine einfache Mehrheit im Bundestag gereicht. Also zum Bundeskanzler. Wie eine einfache Mehrheit. AfD hätte gegen alles, stimmt gegen alles. AfD stimmt gegen alles. CDU hätte, wäre auch gegen alles gestimmt. Du redest gerade von einer absoluten Mehrheit. FDP und CDU zusammen sind schwächer als SPD und Grüne zusammen. Nein, ja, genau. Aber es reicht nicht, Doch, um den Bundeskanzler aufzustellen, doch schon. Nein, ja, um den Bundeskanzler aufzustellen, aber es reicht nicht nur, den Bundeskanzler aufzustellen, du musst ja auch Gesetze durchbringen. Und die Gesetze, gesagt, dafür brauchst du eine absolute Mehrheit im Parlament. Das wäre dann das Problem. Und da kann man dann genau, auf Neuwahlen dann zusteuern, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja, genau. Das man heißt, kann du, ja dann neu wählen lassen, wenn man feststellt, es funktioniert. Ja, und dann hat man dieselbe Situation nochmal. Das weiß man ja vorher nicht. Wer eine gute Politik gemacht hat und den Leuten was Gutes angeboten gute hat, Politik kann man gar nicht wieder machen, wenn man gar nicht zu einer regierungsfähigen Regierung kommt. So. Ja, wenn man 10 Vorschläge vorlegt, die alle von CDU und FDP ab... Also keine Ahnung, wir erhöhen das Rentenniveau jetzt um 10%, wir senken jetzt die Steuern für die Mehrheit der Bevölkerung, wir legen ein riesiges Investitionsprogramm auf und all das wurde von CDU und FDP abgelehnt. Also wenn das wenn SPD und Grüne das gemacht hätten, was sie nicht wollten, was sie nie wollten, dann... Du weißt schon, du weißt schon, was die FDP alles blockiert und trotzdem... und trotzdem verfügt sie noch immer über sehr viel diskursive Macht. Und wird immer noch ernst genommen, zumindest von relevanten Teilen der Bevölkerung. Also, ja, aber dass SPD und CDU keine andere Politik wollen, das haben sie doch in der Vergangenheit schon bewiesen, nämlich von 2005 bis 2009 und 2013 bis 2017. Da gab es eine rot-rot-grüne Mehrheit im Parlament. Die Linke hat jedes Mal gesagt, wir sind bereit für eine Koalition. Was haben SPD und Grüne gesagt? Wir nicht. Ja, und das ist furchtbar. Und trotzdem müssen wir verstehen, dass, auch wenn diese Parteien nicht ideal sind, dass es doch einen nicht gut sind. Ich rede nicht von ideal, wir reden von gut. Ist doch ein qualitativer Unterschied zwischen den Grünen, die schlechte Wirtschaftspolitik machen, und der AfD, die schlechte Wirtschaftspolitik machen und verfassungsfeindlich sind. Oder? Das ist doch immer noch ein Unterschied. Und auch wenn ich gesagt habe, verfassungsfeindlich, also Verfassung ist jetzt nicht der Maßstab aller Dinge, in der Art und Weise, wie die AfD verfassungsfeindlich ist, ist es nicht gut. Die Grünen und die SPD, also die SPD stimmt, die Grünen nehme ich da jetzt mal raus, die SPD missbraucht gerade den Verfassungsschutz, um Oppositionsparteien auf den Leim zu rücken. Welche Oppositionsparteien meinst du denn? Meinst du denn die AfD? Ja, die AfD ist ja auch, okay, Entschuldigung, wie viel rechtsextremer muss denn eine Partei sein als die AfD in Thüringen? Also bitte. Ja, trotzdem hat sie doch das Recht als Opposition, also was heißt rechtsextrem? Also was fordert die AfD denn Schlimmes, Verfassungsfeindliches? Soll ich das Wahlprogramm in Thüringen durchlesen? Ich habe jetzt nicht alle die Forderungen also, Dings, aber wir können es, ich schaue es mir, wenn du möchtest, ich schaue mir das jetzt hier im Stream an und ich nehme aus dem Wahlprogramm der AfD in Thüringen 5 Dinge raus, die explizit verfassungsfeindlich sind. Und du musst und, aber nein, wir müssen nicht nur das Wahlprogramm also, anschauen, wir müssen auch schauen, die Rhetorik von der AfD. Also während Björn Höcke redet, ich verwechsel immer Björn und Bernd. Während Bernd Höcke, so sagt man es nämlich falsch, redet, da ist es auch nicht einmal mehr nur im Parteiprogramm. Also Björn Höcke fordert ja beispielsweise das alte Staatsbürgerschaftsrecht, was wir vor 1999 hatten. Also sowas ist ja nicht verfassungsfeindlich, das ist ja einfach nur der Status, den wir in der Bundesrepublik schon mal hatten. Davon rede ich ja jetzt noch gar nicht. Es ist jetzt nicht, nur weil eine Partei rechtsextrem ist, heißt nicht, dass jede Forderung rechtsextrem sein muss. Was war das jetzt für ein... Ja, beispielsweise. Also was für extreme Forderungen hat der? Würde ich jetzt gerne wissen. Das Angebot musste ja nur zu... Oh mein Gott. Es gab einen Artikel in der Zeit, nochmal, ich lese gerne Zeit, das ist eine schöne Wochenzeitung, wo sie die Top 10 AfD-Dings zusammengefasst haben. Jetzt müsste ich diese Ausgabe suchen und den Artikel raussuchen. Aber da war explizit Nazi-Rhetorik dabei. Nicht nur Nazi-Rhetorik, in dem das ein Wort übernommen wurde, sondern bestimmte Formulierungen, Phrasen, wie sie tabuisiert sind, werden gezielt verwendet. Da gibt es eine gezielte Anbiederung. Das haben jetzt mehrere... glaubst du das nicht? Ja, also da sagt Björn Höcke einmal alles für Deutschland und oh, das war mal das Motto der... Ich rede nicht nur von alles für Deutschland. Also ich rede von vielen anderen Dingen. SA, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber... Nein, zum Beispiel ein ganz bekanntes ist zum Beispiel Lebensraum, hat Björn Höcke auch gesagt. Und dann hat er so, hoho, habe ich gerade Lebensraum gesagt, so mitten am Podium. Das alles, Entschuldigung, er ist Geschichtslehrer. Wenn das einer weiß, dann er. Findest du das nicht
dass das ein qualitativer Unterschied ist zu den Grünen, die jetzt von mir aus schlechte Wirtschaftspolitik machen, was sie jetzt auch gar nicht so machen wie die FDP zum Beispiel. Und die jeden als Demokratiefeind, als Verfassungsfeind, als Delegitimierer des Staates diffamieren, der ihre Politik kritisiert. Also die Grünen finanzieren Think, also die Grün geführtes Ministerium, das Familienministerium, das finanziert Thinktanks, die Projekte betreiben, ja, und welche die kritische Medien diffamieren. Die Amadeo-Antonio-Stiftung macht gute Arbeit, ja? Nicht nur die, auch der Think Tank Liberale Moderne, der hat ein Projekt gemacht, was die Nachdenkseiten auf übelste Art und Weise diffamiert hat. So kann man alles bei den Nachdenkseiten nachlesen, gibt es zahlreiche Artikel. Das ist eine gebasic sozialdemokratische Internetzeitung. Die hat ähnliche Ansichten wie ich hier, also völlig gemäßigte Ansichten, die jeder SPDler aus den 70er oder 80er Jahren unterschrieben hätte. Und die werden von einem grün geführten Think Tank, der von einem grün geführten Ministerium finanziert wird, von dem werden die diffamiert. Nachdenkseiten. Ich habe von denen noch nie gehört. Sind die wirklich zutiefst sozialdemokratisch? Ja, absolut. Okay. Albrecht Müller hat die mit herausgegeben. Der ist, der ist schon über 80 Jahre alt. Der war in der SPD und der wollte dieser neoliberalen Hegemonie Anfang der 2000er entgegentreten. Nachdenkseiten. Oh, ich glaube, ich habe von denen schon mal gesehen. Ich habe die schon mal gesehen. Ich glaube, wenn du hier jetzt Recherche machst, das kannst du dann gleich allein im Stream machen. Ja, ich glaube, unser Gespräch ging schon lange genug. Nein, alles gut. Ich weiß nicht. Ich habe von denen, habe ich einmal einen Artikel gesehen, der hat mir nicht gefallen, aber ist mir erst jetzt beim Seitenlayout aufgefallen. Ich muss dazu sagen, ich finde, dass die Amadeo Antonio Stiftung gute Arbeit macht. Man kann kritisieren. Ich würde kritisieren, dass sie das Identitätspolitische sehr stark überbetonen. Da könnte man noch ein bisschen mehr Klassenkampf machen, aber dann richtig. Das wird, fürchte ich, nicht passieren. Da müsste aber auch die SPD zum Beispiel nachlegen ein bisschen, dass da ein bisschen mehr in diese Richtung passiert. Dennoch kann ich das nicht ganz nachvollziehen, wie du sagst, die Grünen sind sogar fast gefährlicher für Deutschland als die AfD. Also das verstehe ich nicht ganz. Aber, wie gesagt, ich habe es gerade erklärt. Die Grünen versuchen, den Meinungskorridor erklärt, auf ihr aktuelles Parteiprogramm einzuschränken. Wieso? Bringen Sie Gesetze durch? Zum Beispiel, was jetzt... Wie gesagt, das mit den Thinktanks, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, Liberale Moderne. Entschuldigung, der Meinungskorridor wird nicht eingeschränkt, indem Kritik geübt wird. Sonst dürfte ja keiner Kritik üben. Ja, ich weiß es nicht. Auch Diffamierung ist auch Kritik. Ist nur eine härtere Form von Kritik. Du musst jetzt einmal... Schau her. Zum Beispiel, was ich jetzt sehr problematisch finde, ich finde es nicht problematisch, wenn hart Kritik geübt wird. Ich bin auch dafür, dass man persönlich werden kann. Man kann sagen, also das, was Sie sagen, das ist dumm. Das kann man auch sagen. Ein Politiker darf zu einem anderen sagen, das ist dumm. Oder das ist eine Trottelaussage oder so. Bin ich absolut dafür. Ich bin dagegen, dass irgendwie Sprechverbote aus der Politik kommen. Ich bin dagegen, dass aus der Politik gesagt wird, wir müssen jetzt gendern. Sagt ja auch keiner. Ich bin auch dagegen, dass jetzt Gendern in Schulen verboten wird. Das macht zum Beispiel der Markus Söder. Das sind so meine Leitplanken. Wenn diese Leitplanken nicht berührt werden und wenn jetzt nicht jeder zum Beispiel, der irgendwie sagt, Israel ist kritisch zu betrachten oder so, wenn da jetzt gesagt wird, jeder, der das macht, ist ein Antisemit, dann wird der Meinungskorridor eingeengt. Also das kann durchaus schon sein, aber das wird jetzt nicht durch die Kritik von grünen Stiftungen, also wirklich nicht. Ich verbringe viel Zeit auf Twitter. Wenn grüne Stiftungen wirklich so viel Dinge produzieren, wie immer behauptet wird, dann wäre ja Twitter einfach nur ein Hellscape, wo die ganze Zeit diese SIF-Leute, diese ganzen Diffamierungskampagnen breittreten würden. Ich sehe es nicht. Also die Nachdenkseiten haben über all das berichtet, aber die werden halt, glaube ich, zu wenig gelesen. Die Nachdenkseiten. Du kannst mir dann diesen Artikel gerne schicken und ich schaue mir die Seite jetzt dann an. Ja, ich schicke dir gleich. Wie gesagt, ich würde dann Schluss machen. War ein kontroverses Gespräch. Ja, das auf jeden Fall. Kannst du mir dann den Link schicken, damit ich das auch auf meinem Kanal hochladen kann? Ich habe jetzt safe nicht aufgezeichnet hier auch. Nicht? Nein, Spaß. Mach ich.